Ich grüße alle ganz herzlich, die Anwesenden, wie aber auch diejenigen, die im Stream gegebenenfalls anwesend sind, und verweise auf die Tagesordnung, die bei pet.piratenfraktion-nrw.de veröffentlicht ist. Dort wird auch live protokolliert. Nicole, wunderbar. Der Stream läuft. Jaroslav, fein. Hallo, ja gut, dann können wir direkt mal in die Tagesordnung einsteigen. Anwesenheit wird festgestellt von unserer lieben Protokollführerin Nicole. Nein, wird sie nicht. Dann wird sie nicht festgestellt oder der Grumpy macht es. Ich mache heute in Abstimmung mit anderen die Sitzungsleitung. Und dann kommen wir zu Top 1. Wir haben eine Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Dort haben wir drei Punkte, nämlich einmal eine Personalgeschichte, zum anderen Hinweise. Das ist ein Tagesordnungspunkt, der von Toso beantragt ist, der im Hause ist, aber noch in anderer Sache unterwegs. Für 10 Minuten vorbereiten, PGF, Ältestenrat, Rücksprachen von Grumpy beantragt, 15 Minuten. Ich denke, dass wir den nicht öffentlichen Teil dann nach Beendigung der übrigen Teile hinten dranhängen, wenn es euch recht ist. Und dann bitte ich um Abstimmung über die nicht öffentlichen Teile, sofern es keine Rückfragen gibt. Birgit. Nur eine kurze Anmerkung. Ich kann halt nicht bis zum Ende bleiben und sollte ich beim nicht öffentlichen Teil irgendwie dabei sein, müssen wir halt gucken, ob das zeitlich passt irgendwie, weil das ja auch eine Personalie ist, die eventuell mich betrifft. Wann musst du los? So kurz vor eins. Kurz vor eins, also bei Übersicht meiner persönlichen Einschätzung hinsichtlich der Tagesordnung, denke ich, dass wir da rechtzeitig zu dem nicht öffentlichen Teil kommen, also deutlich vor der Zeit, wo du abreisen musst. Und von daher bitte ich um Handzeichen, wer für die Durchführung des nicht öffentlichen Teils, so wie ihr in der Tagesordnung ist. Das ist, soweit ich das überblicken kann, einstimmig. Ich frage vorsichtshalber nochmal, gibt es Enthaltungen? Bitte, Moni, du hast eine Frage oder? Ich bin gerade etwas verunsichert. Ich hatte ja gestern geschrieben, dass ich gerne über die Beauftragung für einen Datenschutzbeauftragten sprechen würde. Ich weiß nicht, ob wir das öffentlich oder nicht, aber dann müssten wir das jetzt auch sagen und mit in den nicht öffentlichen Teil nehmen. Das ist okay, weil es steht jetzt worden. Hier nicht drin. Dann möchte ich das noch für den nicht öffentlichen Teil anmelden. Also haben wir noch die externe Beratung und haben wir den Datenschutzbeauftragten. Was meinst du, Moni, wie lange werden wir dafür brauchen? Weißt du nicht? Circa 10 Minuten, Viertelstündchen. Viertelstündchen, Moni, mit dem Datenschutzbeauftragten. Und die Birgit hat noch eine Frage. Ja, ich würde gerne wissen, warum externe Beratung in den nicht öffentlichen Teil soll. Bitte, Grumpy. Da wir selber als Fraktion die Inhalte der externen Beratung noch nicht beschlossen haben und wir auch noch nicht die Vorstellung der Ergebnisse der externen Beratung innerhalb der Belegschaft präsentiert haben, möchte ich ganz bewusst, damit wir jetzt hier heute keinen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, vorschlagen, dass wir die Verfahrensweise in dieser gesamten Angelegenheit nicht öffentlich behandeln, um dann auch zu beschließen gerne, wie wir öffentlich damit verfahren wollen. Das ist der Grund. Denn hier handelt es sich um einen noch laufenden Vertrag. Und bis der abgeschlossen ist, aus dem Prozess heraus, sehe ich da auch persönlich rechtliche Problematiken. Ich möchte es gerne abschließen, das gesamte Thema. Ich möchte es auch gerne hier beschließen, auch die Inhalte. Aber bis dahin würde ich es nicht nur als unschicklich, sondern auch sowohl taktisch als auch für den gesamten Fraktionsfrieden als nicht sinnvoll erachten. Die Birgit hatte sich gemeldet, der Michel auch. Du wolltest noch, Birgit war zuerst. Bitte, Birgit. Also meine Beantragung war ja gar nicht über Inhalte oder so, das haben, glaube ich, andere aber gemacht. Ich wollte ja nur wissen, wie viel Geld haben die gekriegt, kriegen die noch Geld und wer hat das eigentlich abgestimmt? Und genau das. Gut, Michel.
Also ich habe bis jetzt nichts über Inhalte auf der Tagesordnung gefunden. Ich habe den externe Beratung Top, den du ja beim letzten Mal auch schon gestellt hast, auch so verstanden, dass du diese Zahl haben möchtest. Eine Zahl hast du beim letzten Mal gesagt. Wenn wir den Punkt jetzt tatsächlich ausweiten auf, wie gehen wir weiter vor, dann würde ich tatsächlich für die nicht öffentliche Beratung stimmen. Wenn es jetzt nur um diese Zahl geht, dann verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum wir das nicht öffentlich machen sollten. Dann gehe ich aber davon aus, nach dem, was Grumpy erklärt hat, dass es eben nicht nur um die Zahl geht, sondern eben auch um die weitere Vorgehensweise in Zusammenhang mit den inhaltlichen und den vertraglichen Komponenten, weshalb nach dieser Vorgabe eben die Nichtöffentlichkeit hier sicherlich gemäß den Erklärungen von Grumpy sinnvoll sein wird. Ja, deswegen beziehen wir also diese Punkte noch in den Bereich der Nichtöffentlichkeit ein. Und bitte nochmal freundlicherweise um euer Handzeichen über die Abstimmung der weiteren. Nein, Michel, bitte. Also vielleicht nur von der Vorgehensweise. Das ist ein Antrag von Birgit. Die muss ich jetzt bitte damit einverstanden erklären, dass wir das dann ändern, was wir dann tun. Weil sonst bleibt bestehen die Frage nach einem öffentlichen Tagesordnungspunkt zu dieser einen Zahl. Jetzt einfach so über Birgits Kopf hinweg zu beschließen, wir ändern das einfach jetzt komplett ab und du hast Pech gehabt, weiß ich nicht, ob das die richtige Vorgehensweise Gut, ist. Gut, dann wäre es sinnvollerweise so, Grumpy, wenn du bitte mal einmal zu, und dann bin ich dafür, dass wir über zwei Teile abstimmen, dann teilen wir diesen Teil einmal, wenn es um diese eine Zahl geht, das können wir öffentlich tun, das sollten wir dann vor Eintritt in die nicht öffentliche Sitzung, in den nicht öffentlichen Sitzungsteil vorziehen, um dann im nicht öffentlichen Teil den Rest davon zu erörtern, zu besprechen, gegebenenfalls zu beschließen. Birgit? Ja, es ist nicht ganz eine Zahl, also es ist halt eine Zahl, was ist bisher gezahlt worden und die Frage halt, gibt es laufende Kosten, die ich ja überhaupt nicht, also ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist. Ja, dann ist nur die eine Zahl. Gut, dann ist es eine Zahl, was ist bisher gezahlt worden. Gut, dann denke ich, dass wir das vielleicht so machen wollen. Grumpy, wenn du so freundlicherweise das in die Tagesordnung als letzten Punkt vor Eintritt in die nicht öffentliche Sitzung aufnimmst, dass wir diese Zahlengeschichte, diese Geldzahlungsgeschichte vorziehen, vor den nicht öffentlichen Teil und dann in den nicht öffentlichen Teil gehen und darin dann die anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der externen Beratung erörtern, besprechen und beschließen. Ja, Toso, erledigt? Gut, wir haben bereits drei nicht öffentliche Teile abgestimmt. Es geht jetzt noch um die Abstimmung der anderen beiden nicht öffentlichen Teile, nämlich einmal die externe Beratung, inhaltlicher Teil, und von Moni die Geschichte mit dem Datenschutzbeauftragten. Bitte jetzt hinsichtlich dieser beiden nicht öffentlichen Teile um euer Handzeichen. Wer ist dafür, das so durchzuführen? Das ist, wie ich das überblicke, einstimmig. Dankeschön. Damit hätten wir diesen Punkt nun geklärt. Kommen wir zum Bericht des Vorstands. Wer möchte übernehmen? Und der Pressestelle. Dann fangen wir vielleicht wie gerne immer mit der Pressestelle an. Lieber Ingo, bitte sehr. Schönen guten Morgen. Wir haben in den vergangenen Tagen uns intensiv mit unseren Veranstaltungen beschäftigt. Am Freitag die OGS in der Villa Horion. Da ist auch schon der Artikel mit den entsprechenden Fotos online und auf unserem Blog. Aus meiner Sicht hat die Veranstaltung sehr gut funktioniert. Dann gestern Abend hatten wir, also erst am Nachmittag, ja erstmal die Anhörung mit zur Schuldenbremse und anschließend dann auch die Veranstaltung mit dem Herrn Dück. Und auch da haben wir eine entsprechende Pressemitteilung rausgeschickt. Heute Nachmittag werden wir den Mitschnitt von gestern Abend online stellen, sodass auch da unser Blog dann wieder auf dem Laufenden ist. Dann haben wir anscheinend diese Woche so die Woche der Anhörungen. Wir haben OGS-Anhörung, wir haben die Anhörung zur anonymen Krankenkarte. Da werden wir uns natürlich entsprechend dann auch medial positionieren. Und dann noch eine Bitte und ein Hinweis, quasi in eigener Sache. Wir haben ja diesen Twitter-Kanal. Wann auch immer da jemand twittert, so wird er gebeten, die entsprechenden Kürzel auch zu verwenden, sodass jeder einzelne Tweet nachvollziehbar ist, von wem er dann eigentlich kommt. Wir haben ja auch auf unserem Blog jetzt diese Seite auf Wunsch des Vorstands eingestellt, wo jeder MDL und auch die Mitarbeiter in der Pressestelle ein eigenes Kürzel haben.
Da wollte ich einfach nur noch mal dran erinnern und sensibilisieren, dass es diese Kürzelvereinbarung gibt und dann davon auch kräftig Gebrauch gemacht wird. Und das war's. Moni, bitteschön. Ja, ich möchte noch mal zwei Sätze sagen zu der Veranstaltung am letzten Freitag. Ich möchte noch mal mich wirklich ganz ausdrücklich bedanken für die tolle Arbeit, die der Jens und der Ingo da geleistet haben. Das war hochprofessionell, das ist also von den anderen auch gesagt worden, was halt die Beleuchtung, was die Technik und so betraf und auch vorher mit dem Flyer erstellen, was wir alles gemacht haben. Das wollte ich gerne noch mal gesagt haben. Vielen Dank. Michel. Ja, ich möchte selbiges noch mal für die Arbeit rund um die Veranstaltung gestern tun, vor allen Dingen bei Matthias, dem ich gestern nicht mehr am Mikrofon gedankt habe, sondern nur noch hinter die Hand schütteln konnte, der sich da sehr ins Zeug gelegt hat für und mich auch noch mal bedanken bei all den Leuten, die gekommen sind zur Veranstaltung. Es war dann doch sehr, sehr lebendig hinterher, fand ich. Und es war auch so, dass man sagen konnte, dass das eine gelungene Veranstaltung war. Wir haben hinterher auch noch lange zusammengestanden in der Bürgerhalle und diskutiert. Und da wollte ich auch einfach nur mal allen, die bei der Organisation mitgeholfen haben, danken. Wunderbar. Noch Wortmeldungen zum Bereich Vorstand bzw. Presse. Ja, der Grumpy. Dann genau, jetzt dann ganz kurz aus der Bericht des Vorstands nochmal erläuternd. Wir haben zum einen uns mit den bisherigen Veranstaltungen kurz beschäftigt, unter anderem dann auch mit unserer externen Fraktionssitzung, wo wir dann auch noch entsprechend der anstehenden Vorträge der Republika unsere Tagesordnung rein politisch darauf ausrichten werden für diese Fraktionssitzung, haben auch schon das nächste kommunale Vernetzungstreffen kurz angeschnitten, welches am 6.6. stattfinden wird, haben zusätzlich auch in dem Bereich, lasst mal gerade rasch gucken, das ist Kleinkram. Achso, genau, für heute vor allen Dingen, dadurch, dass wir vergangenen Freitag mit der Unmenge der Veranstaltungen, die parallel laufen, das Freitagsmumble, wir halt nicht beschlussfähig waren vor dem LPT, wir diese Sachen ja dann auch schnell heute besprechen müssen und abstimmen müssen, haben dabei noch festgestellt, dass es einen sehr, sehr guten Spielball gibt, den wir definitiv nicht liegen lassen sollten. Es geht um das Thema Mindestspeicherfrist oder auch gerne Höchstspeicherfrist oder halt überhaupt Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank, Herr Maas. Ich hoffe, es hat sich die erste Detektei mal beworben beim Landesverband. Und somit war dann auch wirklich der Vormittag gut ausgefüllt. Gibt es da Rückfragen? Das ist offenbar nicht der Fall. Und dann erteile ich dem lieben Daniel das Wort. Mir ist gerade, wo Ingo das sagte mit dem Kürzel, kurz eingefallen oder aufgefallen. Da gab es am Wochenende irgendwie so eine Konversation mit der GDL. Hat sich das irgendwie aufgelöst oder ist das jetzt nichts für jetzt? Sag mir nur, ob sich das gelöst hat. Es ist in Klärung, es ist ein Versehen und ich bin dran, das zu klären. Gut. Der Olaf, bitteschön. Um jegliche Missverständnisse, Fragen oder so auszuräumen, der Tweet kam von mir. Es war gedacht, dass der Tweet von meinem persönlichen Account kam. Ich habe einen Fehler auf meinem Handy gemacht. Dadurch ist er geschehen. Es war eine persönliche, zynische Bemerkung von mir und nicht natürlich in keinster Weise gedacht, dass das eine Bemerkung der 20 Piraten sein sollte. Nur als er draußen war, wusste ich auch nicht mehr, was ich machen sollte. Gut, alle Unklarheiten. Toso. Im Endeffekt kann man ja auch aus Fehlern gute Dinge tun. Ich habe das Ganze mal genutzt, um mit der GDL Kontakt aufzunehmen. Wir telefonieren heute Nachmittag um 14 Uhr. Wunderbar. Große Klasse. Gut, sind wir dann durch in dem Bereich Vorstand und Presse. Wenn keine Fragen bestehen,
stelle ich fest, ist das so? Kommen wir also zum Top 3. Umlaufbeschlüsse nach unserer Übersicht und derjenigen Übersicht desjenigen, der die Tagesordnung gestellt hat, ist nichts offen im Bereich der Umlaufbeschlüsse. Kommen wir also, oder gibt es irgendwelche Anmerkungen dazu? Hat jemand irgendwie noch einen Umlaufbeschluss im Petto, den er nicht berücksichtigt findet hier? Scheint nicht der Fall zu sein. Kommen wir also zum Top 4. Kinderbildungsgesetz. Daniel Düngel, Olaf Wegner. Bitte schön, ich erteile einem von euch beiden oder beiden das Wort. Dankeschön. Sorry, also normalerweise redest du länger. Ja. Hatte ich mich jetzt drauf verlassen. Egal, hab's nochmal ins Brötchen gebissen. Frau Kraft kennt das auch, allerdings von anderen Seiten. Ja. Ja, erst einmal klar, dafür werbe ich dafür, dass jetzt dem Antrag zugestimmt wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich jetzt hier nochmal in die Sachen, in die Einzelheiten gehen soll. Ich tue es jetzt, glaube ich, mal hauptsächlich auch für die Zuschauer. Das Ganze handelt sich um Gesetzentwurf zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Intern in der Fraktion hat das Ding ziemlich lange Historie. Könnt euch vielleicht noch an den letzten Antrag erinnern, der auch in die Richtung Kinderrechte und Mitbestimmung von Kindern ging. War zwar kein Gesetzentwurf, der ist aber von den Experten, und jetzt soll ich immer wieder vorsichtig sein, er ist nicht zerrissen worden, sondern die Problemanalyse, die wir in dem Antrag damals gemacht haben, ist als absolut richtig befunden worden, nur würde der Antrag nicht zu weit gehen. Daraufhin haben wir uns nochmal zusammengesetzt. Wenn ich jetzt sage, wir, waren das vor allem meine Mitarbeiterin Christa, der Ingo, weil es jetzt sich nur mal um Gesetz handelt, er hat auch den ganzen Gesetzestext geschrieben. Ich möchte mich dafür, es war natürlich der Gerhard und nicht der Ingo. Er hat den ganzen Gesetzestext geschrieben und ich möchte mich dafür nochmal für seine Geduld bedanken. Vor allem die er hatte, die darin bestand, das, was auf der einen Seite ihm politisch denkende Menschen gesagt haben und auf der anderen Seite dann doch Menschen auch, die aus der Pädagogik oder aus dem Bereich Kinderrechte kamen, und das in einen Gesetzestext dann zu fassen, der alle zufriedenstellt. Das Gesetz ist relativ einfach aufgebaut. Es besteht aus zwei Paragraphen, die jetzt in dem Kinderbildungsgesetz eingeführt werden sollen. Der erste räumt den Gruppen in den Kindertagesstätten bestimmte Mitspracherechte bei Sachen ein. Und der zweite, das ist eigentlich das Wichtige, dort wird von jeder Kindertagesstätte ein Konzept erwartet, beziehungsweise sie wird verpflichtet, ein Konzept vorzulegen, in dem geregelt ist, wie diese Kinder diese Rechte, die in den Paragraphen davor ihnen eingeräumt worden sind, formell und praktisch innerhalb der Kindertagesstätte umgesetzt werden. Die wirkliche Schwierigkeit bei der ganzen Ausarbeitung war die, ich bin im ersten Moment erstmal von überall ist es schlecht ausgegangen und hatte daraufhin, war das der erste Gesetzentwurf, der ging dann auch an die Experten. Wir haben uns da also mit vielen Kinderrechtsexperten, unter anderem vom Kinderschutzbund, immer wieder in Kontakt gestanden und haben die Ideen ausgetauscht. Und da wurde dann darauf hingewiesen, dass unsere Sachen, die schon gut darin sind, viel zu sehr einschränken würden, beziehungsweise unter Umständen andere Regeln auferlegen würde. Und dann ist eben nach langem Hin und Her und nach mehreren Gesprächen das, was jetzt hier ist, ist so, dass jede Kindertagesstätte verpflichtet wird, das niederzuschreiben, wie es geregelt wird. Viel mehr ist jetzt gar nicht mehr hier drin, einfach um den Kindertagesstätten, die das jetzt schon gut machen und die schon eigene Konzepte haben, denen jetzt nicht zu sagen, ey, ihr könnt euer Konzept nicht weiterführen, ihr müsst andere Konzepte annehmen. Allerdings, und das ist der große Fortschritt, wäre der große Fortschritt, wenn dieses Gesetz auch dann wirklich im Plenum angenommen würde, es wäre jede Kindertagesstätte verpflichtet, ein Konzept zur Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die sie betreffen, vorzulegen. Ansonsten hätte sie keine Betriebserlaubnis, ansonsten dürfte sie nicht existieren. Und
Das war jetzt, glaube ich, so im Groben die Erklärung dazu. Für die Leute, die sich jetzt mit dem Antrag, den Antrag im Netz gelesen haben, der am Freitag drin stand, da ist jetzt noch eine Ergänzung dazu gekommen, und zwar in diesem Paragraphen 13e, das Beteiligungskonzept. Der war schon mal drin, der ist irgendwie wieder rausgefallen, ich weiß nicht, warum. Es geht darum, dass da jetzt noch der Punkt 8 dazugefügt oder ein weiterer Punkt hinzugefügt worden ist, was dort in dem Konzept geregelt sein muss. Und dort ist eben jetzt noch, dass die Eltern über die Rechte der Kinder informiert werden, mit aufgenommen, also dass das auch in dem Konzept geregelt sein muss. Das ist der Unterschied, der inhaltliche Unterschied zu dem Antrag, der am Freitag im Netz stand. Und der Rest sind ein paar kleine redaktionelle Änderungen im Text. Die sind aber eigentlich unerheblich. Die sind jetzt in der Problembeschreibung und in der Lösungsbeschreibung. Aber die Lösung und das Problem habe ich ja gerade erzählt, und da hat sich inhaltlich ja nichts dran geändert. Fertig? Ja. Daniel, du hast eine Ergänzung? Nee, keine inhaltliche Ergänzung. Von meiner Seite aus ein ganz spezieller Dank an Olaf, weil er das Thema hier weiter forciert hat. Wir hatten ja schon das Thema Kinderrechte an sich hier im Plenum, auch mit einer Anhörung im Plenum. Und wir haben das, Olaf in dem Fall, konsequent weiterentwickelt, konsequent sich mit den Sachverständigen weiter unterhalten. Und ich glaube, dass wir hier einen ziemlich piratigen, coolen Gesetzentwurf damit einreichen können. Und ja, bitte euch dafür um Zustimmung. Ist dann auch, wenn ich den Hinweis mir erlauben darf, vielleicht auch ein Stück weit konsequente Fortführung dessen, was wir auch auf dem Landesparteitag am Wochenende gemacht haben, wo wir das tatsächlich ernst meinen mit Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen. Danke, Daniel. Gibt es Wortmeldungen? Der Grumpy. Ich frage nur sicherheitshalber, reine formelle Frage, dadurch, dass wir das ja jetzt nicht schon am Freitag alles abgenickt haben. Die aktuellste Version ist auch wirklich die schon oben ins Büro gegangen ist. Nur schon mal sicherheitshalber nochmal an alle. Ich frage jetzt nochmal nach. Also die Version, die wir jetzt verlinkt haben, auch im Pad, ist die aktuellste, richtig? Ich frage nur einfach einmal ganz kurz sicherheitshalber nach. Ich müsste jetzt ehrlich gucken, welche Verlinkung das ist, aber ich gehe mal davon aus, das müsste so sein, weil die aktuelle Version ist gestern Mittag im PGF-Büro angekommen. Der Nico. Danke, Dietmar. Ich will gar nicht konkret was zum Antrag sagen. Das finde ich gut. Also ich wollte noch mal die Frage in den Raum stellen, die letzte Woche schon aufgeploppt ist, mit wie vielen Anträgen wir überhaupt in dieses Plenum gehen wollen, weil letzte Woche war, Stimmungslage, Gerüchtelage oder angedacht noch, dass man sagt, so Vorratsdatenspeicherung, jetzt wird es wieder mal ernst. Sollen wir das Thema dann auch durch unsere parlamentarische Arbeit so begleiten, dass wir klar machen, dass da auch unser Fokus drauf liegt, vor allem auch vor dem Hintergrund, wie die FDP sich jetzt am Wochenende verhalten hat. Und wir kennen das mit dem Themenklau. Ja, das ist würde uns nicht zum ersten Mal passieren. Die Gefahr droht aktuell auch. Man kann sagen, okay, wie ernsthaft ist die Gefahr? FDP kann man so oder so sehen. Das will ich jetzt auch gar nicht weiter thematisieren. Ich frage mich nur, wenn jetzt nichts ganz Zeitkritisches dabei ist bei den anderen Anträgen, würde ich den Gedanken aber zumindest weiterspinnen wollen, dass man zu dieser Fokussierung vielleicht kommt. Also ich fände den Gedanken ganz charmant. Das würde Grumpy auch, sage ich mal, jetzt in der PGF-Runde natürlich helfen, eine gute Platzierung für das Thema zu finden, wenn er nicht so viele Anträge unterbringen muss. Und das Thema dann auch breit bespielen, das können wir aber gleich auch bei dem Antrag zur VDS nochmal
separat dann gerne diskutieren, in welchem Rahmen man das macht, Block 1, Block 2. Will ich jetzt an der Stelle nicht aufmachen, weil ihr seid ja jetzt ja bei dem Kiebitz-Antrag dran, beziehungsweise, ja. Und nur an der Stelle, wollen wir uns fokussieren oder nicht? Moni. Ja, Vorschlag zur Verfahrensweise. Ich würde die Anträge gerne jetzt alle abstimmen. Und dann nachher können wir ja gucken, was kann geschoben werden, wie wollen wir priorisieren. Aber dass wir jetzt erstmal inhaltlich sagen, das ist okay. Und dann können wir halt gucken, welche, ne, was wir machen, fände ich gut. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich da einfach mal reinspringen darf, würden wir alle Anträge, die wir jetzt hier auf der Rolle stehen haben, also auch die in Tagesordnungspunkt 5, wobei der Kinderantrag ja eigentlich auch da, der Kinderbildungsantrag auch da reinfällt, dann nur förmlich dem Inhalt nach abstimmen und noch nicht darüber abstimmen, ob wir diese Anträge auch tatsächlich alle einbringen. Ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, deswegen müssten wir darüber zunächst einmal eine Meinung bilden, sprich eine zumindest eine Abstimmung herbeiführen, ob wir so verfahren wollen. Ja, weil üblicherweise stimmen wir ja gleichzeitig darüber ab, dass die Anträge auch mit eingebracht werden sollen. Seid ihr also damit einverstanden, dass wir zunächst hier über die Anträge inhaltlich abstimmen und dann zu einem späteren Zeitpunkt formell darüber abstimmen, ob wir diese Anträge alle einbringen? Bitte dafür um euer Handzeichen. Michel, du hast, Entschuldigung, ein Wort mehr. Ich dachte, das war schon vorgezählt. Ja, bitte. Ich möchte noch ein bisschen Kritik hier reinschmeißen. Ich finde die Vorgehensweise gerade strange und ich möchte es gerne sagen. Ich möchte es auch gerne öffentlich sagen. Wir haben eigentlich so einen Antragsfreitag. Da gibt es eine Deadline, die heißt 12 Uhr freitags und da werden Anträge eingebracht. Und am Antragsfreitag, ich möchte nicht sagen oder spekulieren, aus welchen Gründen, aber da waren wir nicht beschlussfähig im Mumble, da gab es 3 Anträge. Jetzt sehe ich hier, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Anträge. Wenn das demnächst immer so ist, dass man dann nach dem Antragsfreitag noch Anträge einbringen kann, dann ist das gut, dann merke ich mir das. Dann hätte ich mir am Freitag wirklich nicht den Stress machen müssen und ich hatte extremen Stress. Ach so, wieso demnächst? Ach, das war schon immer so. Na dann. Ich finde die Vorgehensweise suboptimal auszunutzen. Ich weiß nicht, welche Anträge jetzt neu dazugekommen sind, ich habe sie nicht verglichen, aber ich will sie nicht verglichen haben, auszunutzen, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Und ich finde vor allen Dingen komisch, das ist ein anderer Punkt. Also das will ich jetzt erstmal gesagt haben. Also eigentlich haben wir einen Antragsfreitag und jetzt auf einmal stehen wir mit doppelt so vielen Anträgen da an dem Dienstag danach und die sollen jetzt hier so nonchalant einfach irgendwie übernommen werden. Das finde ich komisch, das möchte ich angemerkt haben. Danke, Michel, für deine Anmerkung. Als Nächsten hätten wir den Frank und dann den Nico dazu. Ich weiß nicht, war das eine Wortmeldung für dich, Grumpy? Ja, Michel, schön, dass du das dann auch jetzt noch mal öffentlich gesagt hast. Das sage ich jetzt auch noch mal öffentlich, was ich auch Freitag schon gesagt habe und im Vorfeld vom Freitag schon gesagt habe, weil ja ganz klar diese Frist Freitag 12 Uhr ist. Ich habe geschrieben, nachdem am Mittwoch das Thema Vorratsdatenspeicherung aufgeploppt ist, letzte Woche Mittwoch habe ich gesagt, es ist nicht möglich, zu dem Thema etwas zu machen, weil ich mich ab Mittwoch auf einem Seminar in Passau befunden habe, bis einschließlich Freitagabend. Habe ich angekündigt, das geht einfach nicht, ich kann diese Frist nicht halten. Und bin deswegen mit 2 Anträgen, die nicht nur auf meinen Mist gewachsen sind, waren auch andere dabei, die sind aber heute erst da. So, das hat zu der Erweiterung von 3 Anträgen Freitag auf heute 5 geführt. Jetzt sind 6 da, den 6. weiß ich jetzt nicht. Was ist ich? Ach so, genau. Der 6. ist der sich Sonntag ergeben hat. Aufgrund der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer haben wir hier noch einen Antrag gemacht für ein ziviles Seenotrettungsprogramm. Also ich würde dann jetzt vorschlagen, also damit ist dann, glaube ich, die Erhöhung von 3 auf 6 Anträge jetzt erklärt, dass wir vielleicht jetzt abstimmen, ob wir den Status von Freitag weiter behandeln und diese aktuell neu dazugekommenen wegen der Frist weglassen oder ob wir die mit behandeln und dann in der Art, wie Dietmar vorgeschlagen hat, erstmal inhaltlich und dann am Ende dieser Abstimmung über die 6 Anträge halt abstimmen, ob wir in welcher Reihenfolge wir die jetzt einreichen
für dieses oder das nächste Plenum. Jetzt haben wir erst den Nico, dann habe ich mich freundlicherweise auch gesehen, lasse Michelle nochmal dran. Ja, genau. Aktualität war das Thema. Ich möchte das nicht wiederholen, was Frank gesagt hat. Grundsätzlich wäre Freitag schöner. Ging jetzt aus naheliegenden Gründen, ich muss auch jedem einleuchten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich es schade finde, dass wir das jetzt hier in der Runde so thematisieren müssen. Verschenkte Zeit, sinnlos. Bitte weiter. So, jetzt habe ich mich auf die Rednerliste gesetzt. Michelle, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt diese Frist, ja, völlig richtig. Es gibt natürlich auch Dinge, die aufgrund Aktualität, ohne dass sie einfließen müssen in aktuelle Stunden, einen gewissen Grad an Flexibilität abfordern, ohne dass wir in Bürokratie, im Bürokratismus verfallen. So meine Meinung, und ich denke, dass wir on-fly tatsächlich eine solche Situation auch einmal aufgreifen können, ohne dass sich jetzt hieraus ein Gebrauch ergibt, der in der Zukunft dann eben einreißt. Vielleicht sollte man da einfach darauf achten, dass das eben nicht einreißt, sondern dass dieses dann, falls, eine einmalige Geschichte ist. Und wir stimmen ja darüber ab. Das heißt also, jeder kann auch sagen, vor dem Hintergrund der Anmerkung von Michelle, wir folgen der Anmerkung von Michelle, insofern, als das nicht geht, als wir hier starr die Frist von Freitag berücksichtigen, oder eben wir verfahren einmal heute so wie vor mir vorgeschlagen. Das möchte ich nur in den Raum stellen. Bitte, Toso. Weiß ich nicht, weil er es gesagt hat. Wenn du vorher dran warst, dann go. Mir ist das verwumpe. Okay. Ja. Ich finde dich witzig, Dietmar. Ja, danke. Du sagst, wir wollen das nicht einreißen lassen. Was wollen wir nicht einreißen lassen? Das ist schon durch. Ich glaube, von Frank habe ich die letzten 2 Jahre keinen pünktlichen Antrag gesehen. Tut mir so leid, Frank. Du machst tolle, viele Arbeit. Nur diesen Formalfu pünktlich scheiße. Das klappt halt nie. Also an der Stelle sind wir nicht mit einreißen lassen. Das ist lange vorbei. Gut, gut. Ne? Also wenn wir ehrlich zu uns sind, dann kippen wir diese Frist mal einfach und sagen, drauf geschissen. Und sagen, wir hätten es gerne vorher, wenn nicht, dann nicht. Das wäre eine ehrliche Reaktion. Lass uns also hier nicht um Einreißen reden, das gibt es nie mehr. Punkt 2. Ich kann völlig verstehen, Frank, wenn du eine Woche da unterwegs oder eine halbe Woche unterwegs bist, dringende Termine hast, hast du nicht gesehen. Aber das betrifft ja, wie wir sagen, den Ausschuss des Inneren. Warum macht Dirk das dann nicht? Verstehe ich nicht. Kann das, das ist ja nicht so, dass Vorratsdatenspeicherung jetzt nur von dir bearbeitet werden kann. Ich würde dann eigentlich erwarten, wenn du nicht kannst, dass das irgendeinem der Nächsten aufs Auge drückst. Das ist auch das so ein bisschen mit der Absprache, was man dann machen muss. Wenn ich also diese Dinge fristgerecht schon nicht schaffe, dann vielleicht, also jetzt mal ehrlich, wir machen das jetzt mit diesen Totholzvorlagen direkt in der Sitzung? Da soll ich jetzt qualifiziert drüber abstimmen? Will mir hier einer verarschen? Ich muss weg, tut mir leid, also das ist totaler Unsinn. Gut, also wollen wir also diesen Moment der Sprachlosigkeit überwinden? Frank, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht erforderlich, jetzt noch darauf. Michelle hat noch das Wort sowieso vorab. Und dann denke ich, sollten wir zu der Abstimmung schreiten. Bitte, Michelle. Also ich habe 3 Dinge. Erstens, Diskussionen über solche Sachen als verschwendete Zeit abzutun, halte ich für sehr gefährlich, weil wir diskutieren das viel zu selten. Wir haben das. Also dieses ständige über sich irgendwelche Regeln auferlegen und dann das nicht zu machen und dann sind alle sprachlos und ach ja, dann müssen wir das halt irgendwie trotzdem machen. Ich verstehe das mit der Aktualität, alles gut. Ich finde, man kann das auch so begründen, aber da stehen, ich habe mich verzählt, es sind nicht 6, es sind eher 9 Anträge. 8 oder 9, ich kann das nicht sehen, ich kriege es auf dem Handy nicht hin, ich kriege immer Bad Gateway und das Pad-Ding funktioniert nicht, ist auch egal.
wir waren jetzt, und das wollte ich auch ausdrücken, das ist jetzt irgendwie gar nicht rausgekommen, zum dritten Mal am Freitag nicht abstimmungsfähig, weil nicht genug Leute da waren. Und das ist bei 4 Entschuldigten oder so immer noch eine Katastrophe, weil dann immer noch 15 Leute über sein müssten und es waren 7 da oder so. Und die Leute stehen im Pad, ihr könnt euch alle an die Nase packen, dass ihr nicht da wart. Das Gleiche gilt übrigens für Umlaufbeschlüsse, da passiert genau das Gleiche. Und ich finde es unsäglich, wenn dann Leute sagen, boah, das ist alles vertane Zeit, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, lass uns das jetzt einfach machen. Es sind einfach Anträge, die hätten am Freitag da sein können, auch dabei, und die sind nicht da gewesen. Und jetzt stehen die da auf einmal auf der Liste und wir stehen wieder da und sagen, ach ja, da gibt es Regeln, aber die kann man halt dann irgendwie, ja, das ist egal, komm, lass uns einfach machen. Diese Regeln, die haben einen Grund, dass wir eine Zusammenarbeit wollten, dass wir die informiert ist, wo wir dann auch diskutieren können, wo wir auch mit den Leuten außen diskutieren können. Die Leute kommen nicht mehr ins Mammeln zu uns, weil sie sagen, da wird eh nichts besprochen, da werden irgendwelche Dinge durchgejockelt, das Wort abgenickt ist gerade gefallen. Dann brauche ich diesen Antragsfreitag nicht mehr, dann können wir den auch abschaffen und dann machen wir hier wieder dienstags unser Ding. Und also mir tut das innerlich richtig weh. Mich zerreißt das, dass hier gesagt wird, darüber zu diskutieren, ist alles so, lass uns das einfach machen. Tut mir leid. Gut, weiß ich nicht, dass das jemand so gesagt hat, von wegen einfach machen. Also wenn wir darüber abstimmen, ob wir es so machen, wäre das ja nun eine demokratische Entscheidung. Okay, Daniel, du bist dran. Ja, ich würde gern vorschlagen, diese Diskussion, was den Antragsfreitag angeht, was das Antragsmumble angeht, die tatsächlich einfach nochmal separat zu führen. Ich glaube, dass wir dafür die Zeit heute nicht verschenken sollten. Gerade auch Antrag hier zur Vorratsdatenspeicherung oder wie wir auch immer die Scheiße nennen wollen, ist einfach zu wichtig dafür. Und Michelle oder an alle, wir sollten überlegen, ob jeder von uns alle Formalitäten so einhält, ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Das betrifft auch Antragsdeckblätter etc. pp. Das ist auch in unserem Beschluss, machen wir halt, sagen wir mal vielfach auch nicht. Also bitte dieses Thema, da darf ich den Vorstand bitten, das einfach mit auf die nächste oder übernächste oder was auch immer TO mitzunehmen. Einmal separat, wir reden über den Antragsfreitag, Antragsmumble etc. Aber jetzt bitte heute nicht mehr, lasst uns die Anträge bearbeiten. Danke, Daniel. Noch jemand eine Wortmeldung zu diesem Themenbereich? Das ist nicht der Fall. Dann lasst uns bitte freundlicherweise, so viel wie ursprünglich vorgeschlagen, darüber abstimmen, ob wir es so durchführen wollen, dass a. über die jetzt hier auf der Tagesordnung unter Tagesordnungspunkt 5 stehenden Anträge inhaltlich abgestimmt wird und wir dann anschließend darüber befinden, gegebenenfalls auch noch einmal kurz diskutieren, wie wir mit der Vorratsdatengeschichte in Verhältnis oder im Spannungsverhältnis von mir aus zu den anderen Anträgen umgehen wollen, um dann darüber zu beschließen, welche Anträge wir im nächsten Plenum auch tatsächlich so dann formell einbringen wollen. Wer ist für diese Vorgehensweise? So, durch, Nicole. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Ah doch, Entschuldigung, Oliver. Oliver ist dagegen. Und wer enthält sich? Tose stimmt nicht ab. Olaf, gut. Gemäß dem Abstimmungsverhalten stelle ich fest, dass wir so verfahren. Kommen wir also nun offiziell zum Tagesordnungspunkt 5, wobei der Bildungsgesetzantrag, den Olaf gerade vorgestellt hat, als erstes da steht. Dann können wir also da nun, sofern da keine weiteren Rückfragen bestehen, inhaltlich darüber abstimmen, über den Inhalt des Antrags Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Wer ist für diesen Antrag in der von... Bitte? Nicole, sag Bescheid, wenn du soweit bist, ja? Wer ist für diesen Antrag inhaltlich? Bin Änderung des Kinderbildungsgesetzes, so wie von Olaf Wegner eben vorgestellt. Das ist einstimmig. Nicole, nimmst du es zur Kenntnis? Alle? Einschließlich Kinderbildungsgesetz, Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Alle sind dafür.
Kommen wir zum nächsten, der hier auf der Tagesordnung steht. Das ist Gesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Hauptausschussgeschichte ist. Michel Tosung, wer möchte das Wort? Der Michel, bitte sehr. Ja, wir hatten gerade Karfreitag, wir hatten Tanzverbot, wir hatten Tanzverbot-Demo in Köln. Wir haben einen Antrag gemacht zur Abschaffung des Tanzverbots, so wie es in unserem Wahlprogramm steht. Wir stellen den Karfreitag, an dem das Tanzverbot besteht, gleich mit dem Allerheiligentag und dem Toten Sonntag. Das heißt, wir bleiben bei Einschränkungen. Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt. Wir bleiben bei Einschränkungen. Allerdings gelten die nur von 5 bis 18 Uhr, so wie eben am Allerheiligentag und Toten Sonntag auch. Und das hindert dann die Leute nicht daran, abends ihren Disco-Besuch, ihren Theaterbesuch, ihren Kinobesuch zu machen. Das ist das, was wir rausgelesen haben als Sinn dessen, was in unserem Parteiprogramm steht. Ich bitte um Zustimmung. Danke, Michel. Fragen? Anmerkungen? Zum Gesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes? Keine? Dann, bitte? Hatten wir schon am Freitag, dann stimmen wir darüber inhaltlich ab. Wer ist für diesen Antrag? Grumpy, war irgendwas noch? Förmlich, wer ist dagegen? Nein, wer enthält sich? Birgit und Toso. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Antrag. Nordrhein-Westfalen soll sich der schleswig-holsteinischen Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Abschiebungshaft anschließen. Der kommt, glaube ich, aus der Ecke innen. Frank, ist das richtig? Möchtest du das Wort? Bitte schön, Frank. Ja, der Antrag soll die Diskussion um das Abschiebervollzugsgesetz flankieren, beziehungsweise auch grundsätzlich einen Punkt, der in den Piratenfraktionen, in der Piratenpartei diskutiert wird, thematisieren, nämlich die Abschiebehaft grundsätzlich zu stoppen. Also ein Grund, warum hier eine Abschiebehaftanstalt in Nordrhein-Westfalen wieder in Betrieb genommen wird, wird angeführt von der Landesregierung, dass wir ja Abschiebehaft, die angeordnet wird vom Bund, hier irgendwie umsetzen müssen. Schleswig-Holstein hat auf Basis eines Piratenantrages, den dann SPD, Grüne, SSW übernommen haben, eine Bundesratsinitiative oder ihre Landesregierung beauftragt, eine Bundesratsinitiative zu starten. Der Antrag ist vor ein paar Wochen angenommen worden. Die sollen das im Laufe dieses Jahres machen und wir möchten halt mit dem Antrag erreichen, dass sich Nordrhein-Westfalen dieser Initiative anschließt, beziehungsweise halt mit Schleswig-Holstein zusammen diese startet. Punkt. Danke, Frank. Ja. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu diesem Antrag? Das ist offenbar nicht der Fall. Wollen wir darüber inhaltlich? Doch, Grumpy? Ganz kurz noch, war aber auch schon mit am Freitag bereits in der Pipeline, nur fürs Protokoll. Gleich gut, ja. Dennoch, es war ja dünn besucht. Das war es auch, was die Öffentlichkeit angeht. Vielleicht ganz sinnvoll, das kurz vorzustellen. Danke dafür. Dann stimmen wir darüber ab inhaltlich. Wer ist für diesen Antrag? Das ist einstimmig. Ohne Enthaltung, ohne Dagegenstimmen. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Kommen wir zum nächsten. Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen, gemeinsamer Antrag, wohl mehrere Fraktionen? Nein? Nein, Moni, dann bitte sehr. Ja, das ist ein Antrag von uns, den haben wir letztes Jahr gestellt. Dann haben wir halt mit den anderen Fraktionen geredet. Wir haben ein paar kleine Änderungen vorgenommen und der war letzte Woche schon da. Rot-Grün hat inzwischen gesagt, haben zugesagt, das wird ein gemeinsamer Antrag. Von CDU und FDP habe ich noch keine Nachricht, da weiß ich es nicht. Aber mit Rot-Grün, sage ich mal, geht der natürlich durch. Insofern ist mir das dann auch egal, wer da noch mit drauf geht. Würde sich natürlich freuen, wenn es
Selbstverständlich würde ich mich dann sehr freuen. An dieser Stelle würde ich natürlich im Hinblick auf die zwar eben beschlossene Usance der Durchführung, was die Antragseinbringung angeht, diesen da quasi ausnehmen wollen. Da haben wir jetzt nur bedingt Einfluss drauf. Aber wir gehen deswegen nicht von dem Antrag dann runter, wenn wir also sinnvollerweise. Also gut, wer ist für diesen Antrag? Wer ist für diesen gemeinsamen Antrag? Bitte Hände hoch. Das ist, wenn ich das richtig überblicke, einstimmig. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Antragspunkt. Operation Last Chance. Gemeinsamer Antrag. Bitte Grumpy. Sekunde, ich muss mich noch eben schnell selber hier. So, dieser Antrag, den haben wir ja selber schon vor Monaten mehr oder weniger beschlossen. Er ging immer wieder ein wenig hin, ein wenig her. Ich bin sehr froh. Es sieht so aus, also ich habe mehr oder weniger von 4 der 5 Fraktionen ein Okay grob vorliegen. Der dürfte bei den anderen heute auch in der jeweiligen Abstimmung sein. Ich habe jetzt bei einer Fraktion noch keine Rückmeldung. Die haben bereits gestern ihre Fraktionssitzung vorgezogen gehabt. Dies ist eigentlich mehr oder weniger zur Kenntnisnahme und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir es da geschafft haben. Auch danke da nochmal an Simone, die, als ich letzte Woche nicht da war, für mich nochmal mit in die Verhandlungen reingegangen ist. Wenn wir da in dieser Angelegenheit die letzten NS-Verbrecher zu finden, hier einen gemeinsamen Aufschlag machen können. Daniel Schwert war die ganze Zeit auch stets mit involviert und es würde mich freuen, wenn wir halt da so dann zu einem sinnvollen Ergebnis kommen. Gibt es zu diesem Antrag Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich hier um Handzeichen, wer für den Antrag inhaltlich ist. Birgit, du auch? Bist du auch dafür? Olaf? Ah, okay. Einstimmig bei einer Enthaltung, wenn ich das richtig verstanden habe. Olaf, du hast mir das gerade zugeflüstert. Einstimmig bei einer Enthaltung. Nicole, ja? Alles klar. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Nordrhein-Westfalen leistet digitalen Widerstand. Keine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Ein Antrag, der jetzt auch hier als Totholz-Tischvorlage uns allen vorliegt. Ja, Toso jetzt nicht mehr, der hat zerknüllt und weggeschmissen. Okay, gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Meinerseits gibt es eine Frage. Das ist aber jetzt die finale Fassung, ja, Frank? Gut, dann sei so gut und vielleicht ein paar kurze Worte dazu, Frank. Ja, das ist ja eine gemeinsame Arbeit von Lara, Tom, Nico, mir. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer jetzt noch alles dabei beteiligt war. Das ist in so einem Pad, oder guckt man ja nicht immer drauf, wer sich da einloggt. Aber ich wollte noch sagen, ich gehe davon aus, dass wir im Mai dieses Thema nochmal begleiten. Das war auf jeden Fall auch meine Intention. Wenn also konkrete Punkte zu der geplanten Umsetzung im Bund vorliegen. Aber es war ja auch ausdrücklicher Wunsch und auch grundsätzlich sinnvoll, sich jetzt hier auch schon mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich habe noch einen anderen Antrag hier, der dann gleich kommt mit dem Thema Pkw-Maut, den ich auch in dieser Ecke verortet sehe, dass wir uns hier als Piraten mit der Datensammelwut beschäftigen. So, jetzt rede ich hier gerade und überlege, was ich reden soll. Also da gerade diesen Antrag jeder vor der Nase liegen hat und mal auch kurz lesen kann, denke ich, sollten wir das jetzt gerade mal tun. Und dann stehen wir für Fragen oder stehe ich auch für Fragen zur Verfügung. Wenn ich ganz kurz dich bitten darf, Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream werden das nicht lesen können. Wenn du einmal kurz vielleicht zumindest die Kernaussage des Antrags einmal kurz vorliest oder referierst, dann wäre das sehr freundlich und sehr... Genau. Bürgernah, muss man sagen. Simone hat es gerade auf den Punkt gebracht, keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist eigentlich das, was wir hiermit auch nochmal ausdrücken wollen, dass es grundsätzlich ein falsch verstandenes Sicherheitsgefühl ist, überhaupt in die Richtung zu denken, dass alles zu sammeln uns irgendwie
sicherer macht und vor allen Dingen das Anlasslose, also jeden zu verdächtigen, von jedem Daten zu sammeln, um ja irgendwas damit zu machen. Das ist einfach der falsche Gedankengang ist. Das wollen wir hier nochmal zum Ausdruck bringen, dass jede Intention aus Vorratsdaten, Telekommunikationsdaten in dem Fall, etwas Sinnvolles zum Sicherheitsgewinn beizutragen, einfach falsch verstandene, ein falsches Verständnis der Thematik ist. Es funktioniert halt einfach nicht. Der Punkt, dass man nachher alles Mögliche aufklären kann, dem Argument kann man sich sicherlich nicht verschließen, weil das ist seit Anbeginn der Zeit eigentlich klar, wenn ich alles aufzeichne, das ganze Leben von jedem protokolliere, dass ich dann, wenn was passiert, nachher da reingucken kann, ist logisch. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, glaube ich. Ja, ein absolutes Kernthema der Piraten. Der Grumpy, dann der Nico, die Simone und dann der Olli. Um das noch ein bisschen zu bekräftigen, was Frank gerade gesagt hat, der, wie es seine Art ist, bei den einfachen Fakten geblieben ist, weite ich es ganz kurz aus, weil seit gestern wissen wir ja obendrein in diesem Zusammenhang, ob das Ding jetzt Mindestspeicherfrist, Höchstspeicherfrist, Quick Freeze, whatever heißt. Auf der Bundesebene Heiko Maas vor Monaten noch gesagt hat, mit ihm ist sowas nicht drin. Jetzt ist es auf einmal drin. Obendrein gibt es eine Nebenabsprache, wie gestern bekannt wurde, dass der Richtervorbehalt in dieser Angelegenheit entfallen soll. Das heißt, hier wird aus unserer Sicht definitiv die Demokratie gefährdet, in ihren Grundrechten angegriffen. Es soll obendrein, um das Verfahren noch stärker zu beschleunigen, ohne den Bundesrat bzw. parallel zum Bundesrat, noch vor der Sommerpause nicht nur eingebracht, sondern durchgewunken werden. Und nicht nur die Piraten haben dieses Thema am Wochenende aufgegriffen, sondern halt auch eine andere kleine Fraktion hier in diesem Landtag. Und ich glaube, das Signal aus NRW muss sehr eindeutig kommen, dass so etwas einfach grundrechtswidrig ist. Alle Möglichkeiten, die uns dann sowieso noch offen stehen, auch dies wird ja von mehreren Seiten heiß diskutiert, ob und wie man eine Klage dann direkt im Anschluss in Karlsruhe anstrebt. Ich habe zunehmend das Gefühl, es wird ein sehr buntes Potpourri in Karlsruhe aufschlagen. Vielen Dank. Danke, Grumpy. Nico. Danke, Dietmar. Nur kurz von mir, ich wollte mal darauf hinweisen, dass wir mit dem Antrag das Wording vom Landesparteitag von unserem Landesvorsitzenden aufnehmen und in die Überschrift aufnehmen und auch von digitalem Widerstand sprechen, sodass auch hier klar wird, dass wir das Motto des Parteitages Segel setzen 2017 ernst nehmen, begriffen haben und die Verzahnung klappt an der Stelle. Danke, Nico, für diesen Hinweis. Simone. Ja, diese unnötige Anmerkung wollte ich auch geben, dass ich mich freue, dass eben der WDR hat ja auch damit getitelt, ja. Als er von unserem Landesparteitag berichtet hat, dass wir eben den digitalen Widerstand leisten wollen. Und danke, dass es jetzt in der Überschrift auftaucht. Olli. So, ich wollte auch auf die Überschrift Bezug nehmen, aber das Gegenteil sagen. Ach, wie jetzt? Ich Puff. Wollte anmerken, dass Puff. Digitaler Widerstand zwar jetzt auf dem Parteitag ein ganz guter, griffiger Begriff war und auch man die Partei damit gut spielen kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich Widerstand ein Begriff, der nicht auf ein Parlament zutrifft, sondern eigentlich auf Leute, die nicht in einem Parlament sind. Die machen dann Widerstand. Das heißt, ein aktivistischer Begriff. Insofern bin ich nicht 100% überzeugt, dass er... und hier ist ja die Landesregierung gemeint im Beschlussteil, bin ich nicht überzeugt davon, dass die Landesregierung einen Widerstand leisten kann. Die hat halt andere, kann sowieso nicht, aber die hat natürlich andere Mittel als Widerstand. Und die soll ja natürlich laut unseres Beschlussteils auch andere Mittel einsetzen. Aufgrund der Begrifflichkeit und weil es griffig ist, kann man natürlich darüber hinweggehen, aber es passt inhaltlich nicht. Ich
werde analog an meiner Brezel kauen und sage, Frank hat das Wort. Ja, ich würde noch mal ganz kurz an das föderale System erinnern, was wir hier in Deutschland haben. Und natürlich kann ein Bundesland dem Bund gegenüber Widerstand leisten, indem es halt eine eigene Meinung hat. Und darum geht es ja hier, dass Nordrhein-Westfalen halt die Vorratsdatenspeicherung nicht will. Und das wird im Bund verabschiedet. Also mit Annahme des Antrags würde halt die nordrhein-westfälische Landesregierung im Bund Widerstand leisten. Das ist die Aufgabe, auch also im Hintergrund unseres, wie gesagt, aus 16 Bundesländern bestehenden Systems. Dieses Bundesland kann diese Meinung haben und sollte es auch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das angenommen wird. Wenn das jetzt als Knackpunkt gesehen wird, was vielleicht die Annahme dieses Antrags behindert, das Wort Widerstand, dann können wir darüber noch mal diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass das der Knackpunkt wäre. Ne? Vive la Résistance. Gut, hier wird noch, gibt es noch Anmerkungen oder Fragen? Ja, Daniel. Also wenn sich hier auch nur einer darauf bezieht, aus den anderen Fraktionen, dann würde ich jetzt schon signalisieren, dass wir da unter Bauchschmerzen bereit sind, den Antragstitel zu ändern, wenn den jemand von den anderen Fraktionen mittragen möchte. Ich glaube, das kriegen wir hier durch in der Fraktion. Wenn es also daran scheitert, an der Begrifflichkeit digitaler Widerstand, ich glaube, dieses Signal können wir nach draußen geben, da ziehen wir mit. Also ist schwer, aber wir machen das. Voll, ja. Aber die müssen wir üben. Okay. Ja, natürlich. Fragen noch? Anmerkungen? Bitte? Moni, du? Nee. Du, Lara. Lara, sorry. Ich bräuchte bitte noch die Antragsteller, die da draufstehen. Ach, weil alle. Letztlich, ja, gerne. Vorstand und die Fraktion. Die Fraktion. Also der letzte Antrag, den wir hatten, da hatte ja Daniel gesprochen. Nee, das nicht der Sprecher, sondern ja, die Fraktion. Aber das war ja, also mein Vorschlag, wenn die ganzen vielen, die da jetzt den Antrag gefertigt haben, mein Vorschlag in diesem Kontext, dass wir das so machen, dass der Vorsitzende draufsteht, der BGF und die Fraktion. Ja, das ist unabhängig davon, wer zu dem Thema spricht. Ich weiß nicht, wie ihr euch da geeinigt habt, wahrscheinlich du, Frank, oder du, Nico, wenn ihr damit einverstanden seid, weil das ist nun eine Sache, die geht uns alle an, die ist wirklich so von uns allen, glaube ich, getragen, machen. Abstimmung darüber. Ich sage einfach, es ist von uns allen getragen. Bitte, Nico, Ingo. Also ich finde das eine sehr charmante Idee, dass alle draufstehen. Ja, oder die Fraktion draufsteht, das finde ich gut. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, in der Regel habe ich pro Antrag immer einen, den ich verhaften kann, auch im Sinne der Pressearbeit, der Abstimmung, Zitate, des Statements. Wer ist das? Gut, dann teilt das dem Ingo vielleicht gleich mit, irgendwie im Laufe des Tages, das wäre ganz schön. Dann lass uns aber doch bitte jetzt inhaltlich über den Antrag abstimmen. Ich habe einfach mal, bin mal vorgeprescht und habe gesagt, er wird von allen getragen, in der Annahme, dass dem auch so ist. Bitte schön um Handzeichen, wer für diesen Antrag ist. Bitte um Handzeichen, wer für diesen Antrag ist. Toso, Birgit. Seid ihr dabei? Du stimmst nicht ab? Okay. Michel, stimmst du auch nicht ab? Ah, okay. Alles klar. Ich hätte den eigentlich mal gezeigt. Bist du durch, Nicole? Nein? Doch, Stefan zeigt auf. Bist du durch, Nicole? Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Wer enthält sich bei diesem Antrag? Olli, was warst du? Hattest du? Ah, okay. Der Oliver hatte auch dafür gestimmt, der war zu schnell. Dann haben wir eine Enthaltung, Michelle und Birgit, wie war das bei dir? Ich hatte das nicht zugestimmt. Ja, alles klar. Gut. Sind wir dann durch, Nicole, was deine Protokollierung angeht? Wunderbar. Dankeschön. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch den Antrag Pkw-Maut, Antragsvorschlag von Frank. Bitteschön.
Ja, danke. Der war geplant, aber konnte auch nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Michel, tut mir leid, aus Gründen. Und zwar war der deshalb geplant, weil die Pkw-Maut, da redet ja irgendwie gar keiner mehr von im Moment. Da geht ja jeder, die ist ja im Bundestag schon durch. Und da hat sich anscheinend jeder mit abgefunden. Ich habe mich damit noch nicht abgefunden. Und ich denke, das sollten wir insgesamt nicht tun, uns damit abfinden. Da steht der Termin am 8. Mai im Bundesrat an. So wie die Bundesregierung das Gesetz gestrickt hat, sind die Bundesländer nicht beteiligt. Die einzige Möglichkeit wäre, im Bundesrat Einspruch einzulegen und dann geht das Ding in den Vermittlungsausschuss. Dann kann man den anrufen. Das sollte auf jeden Fall versucht werden, weil die ganze Diskussion um diese Maut ist halt schön geführt worden. Hier, Dobrindt kriegt sein Betreuungsgeld und das bringt ja eigentlich nichts und da kommt kein Geld bei rum und weiß der Kuckuck, was überhaupt nicht weiter oder zu wenig meiner Meinung nach rausgekommen ist, ist halt, dass die Mautbrücken für dieses System eingesetzt werden, dass in letzter Sekunde die ganze Durchführung, die ganze Umsetzung privatisiert wurde, dass also in Zukunft nicht nur die LKWs alle fotografiert werden, sondern halt auch die PKWs und immer abgeglichen wird, ob man im Register drinsteht, wo diejenigen drinstehen, erfasst sind, die bezahlt haben. Das wird halt mit Gültigkeit dieses Gesetzes dann in Zukunft tagtäglich auf den Autobahnen passieren, dauerhafter Kennzeichenscan. Und ich denke, das muss viel mehr herausgestellt werden, was da auf uns zukommt. Und das ist halt letztlich das Ende der freien, anonymen, des freien, anonymen Individualverkehrs ist. Ich habe eben mit Oliver noch mal gesprochen, weil wir hatten ja einige Anträge schon zum Thema Pkw-Maut. Wir haben an der Überschrift noch was gemacht. Die wird sich noch ein bisschen ändern. Vorschlag wäre: Überwachungsmonster, Pkw-Maut stoppen und nicht auf Kosten der Freiheit durchsetzen. Das ist schon jetzt kommuniziert worden. Oben an die Referenten, die basteln gerade an der neuen Fassung des Dokumentes. Wie gesagt, inhaltlich geht es darum, das noch mal zu thematisieren und zu versuchen, der Landesregierung, also diesen Überwachungsteil der Maut, und der Landesregierung hiermit auf den Weg zu geben, im Bundesrat Einspruch einzulegen. Wir wissen, wie das enden wird, aber wir hoffen in der Diskussion hier, dass sich auch die anderen zu den Überwachungsaspekten der Maut noch mal positionieren und dass wir das noch ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen kriegen dadurch und dass sich noch irgendjemand dann auch mal mit dieser Seite der Maut beschäftigt und nicht immer nur darüber redet, dass jetzt gerade jeder Fraktions- oder jeder, der an der Großen Koalition beteiligt ist, sein Geschenk bekommen hat und die CDU, CSU halt ihre Maut. Das ist wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Hier geht es um Überwachungsinfrastruktur für Pkw und darüber muss man einfach reden. Punkt. Gibt es zu diesem Antrag eine Wortmeldung oder Frage? Bitte, Olli. Ja, wie ihr wisst, bin ich zum Plenarwoche nicht da. Insofern kann ich an dem Antrag auch nicht jetzt irgendwie in der Plenarwoche mitwirken. Ich habe mir den eben ganz kurz eben schnell durchgelesen. Es ist jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, das würde ich ganz anders schreiben. Dass ich andere Schwerpunkte bei der Pkw-Maut hab auch noch, ist klar. Ich finde es gut, dass der Antrag sich sehr stark über den Überwachungsteil kümmert. Den Rest hatten wir schon sehr viel im Landtag und das hier ist praktisch nochmal ein Antrag, der einen ganz starken Fokus nur auf die Überwachung legt und auch die anderen Fraktionen, hoffe ich mal, dazu drängt, in der Debatte darauf einzugehen. Zwei Änderungen habe ich vorgeschlagen gehabt. Einmal den Titel zu ändern, weil Infrastruktur finanzieren tut das Ding ja gar nicht. Die Pkw-Maut finanziert keine Infrastruktur, also ist der Titel Überwachungsmonster Pkw-Maut stoppen und nicht auf Kosten der Freiheit durchsetzen besser. Und ich hatte angemerkt, beim Beschlussteil, der Landtag fordert die Landesregierung auf, stand, dass
darauf hinzuwirken, dass für die Erhebung und Überwachung der Infrastrukturabgabe ein datensparsames Verfahren und so weiter. Aber das zur Erhebung der Infrastrukturabgabe ist ja eine Formulierung, die sagt, die Infrastrukturabgabe kommt in der Form. Das wäre ja eine blöde Voraussetzung. Also dann, wenn dann unbestimmt zu sagen, einer Infrastrukturabgabe oder sogar einer etwaigen Infrastrukturabgabe, dann ist völlig offen, wie die überhaupt aussieht. Also es kann ja es steht auch im Antrag ein kurzer Hinweis drin, es kann ja Infrastrukturabgaben geben, die ganz anders aussehen als jetzt diese PKW-Maut. Das waren die Anmerkungen, die ich dazu hatte. Danke, Olli. Frank, bitteschön, noch dazu. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, also der Teil hier von dem Forderungsteil mit einer etwaigen Infrastrukturabgabe, das ist auch so weitergegeben, das wäre die endgültige Version, da bin ich völlig mit einverstanden. Gut, weitere Anmerkungen oder Fragen zu dem Antrag? Das ist offenbar nicht der Fall. Kommen wir zur Abstimmung über den inhaltlichen Teil dieses Antrags. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Bei einer Enthaltung einstimmig angenommen. Nicole, wenn du das bitte einfach so notierst, dann können wir diesen Antrag verlassen und kommen zu dem noch verbliebenen einen. Das ist die Geschichte mit dem Seenotrettungsprogramm. Ist das richtig? Seenotrettungsprogramm für Flüchtlinge. Das wäre, glaube ich, der letzte Antrag, den wir hier dann zu besprechen hätten. Frank, an dieser Stelle nochmal, bitte. Ja, also das ist jetzt natürlich ganz aktuelle Diskussion. Gestern EU-Außenministerkonferenz. Für Donnerstag ist auch auf europäischer Ebene ein kleiner Gipfel angesetzt, um über dieses Thema zu reden. Gestern Abend hat Lothar de Maizière im Interview gesagt, dass er sich ein Seenotrettungsprogramm vorstellen kann. Er war bisher immer eigentlich ein Gegner, meinte Triton, so wäre super. Jetzt hat er also gesagt, er kann sich also eine Erweiterung vorstellen. Das ist sehr bemerkenswert. Inzwischen habe ich aber gehört, dass er lediglich Triton doppelt so viel Geld geben will. Es gibt im Moment keine Aussagen, ob halt wieder der Beobachtungsraum über das gesamte Mittelmeer, das heißt also auch in internationale Gewässer ausgedehnt wird. Das wissen wir also im Moment noch nicht. Da kann sich also von jetzt bis nächste Woche bis zum Plenartag noch etwas ändern. Den Eindruck, den ich habe, ist nicht, dass die EU tatsächlich in internationalen Gewässern wieder Seenotrettung machen möchte, wie es Mare Nostrum gemacht hat von den Italienern. Das ist aber etwas, was hier in dem Antrag drinsteht, dass es also erstmal grundsätzlich ein ziviles Seenotrettungsprogramm geben soll und nicht dieses Frontex-Triton-Programm, weil das eine ganz andere Intention hat. Insofern würde ich im Moment dafür plädieren, diesen Antrag, obwohl die Thematik gerade diskutiert wird und vielleicht in die Richtung dieses Antrags hier schon auch von der EU was vorgeschlagen wird, trotzdem den noch zu belassen, auch um das Thema diskutieren zu können. Es ist natürlich für ein Landesparlament, geht das sehr weit, wenn wir hier jetzt gerade die Landesregierung bitten wollen, halt über den Bund in der EU dafür zu sorgen, dass hier ein internationales oder ein ziviles Seenotrettungsprogramm kommt. Es gibt allerdings einen Weg, weil es gibt ja einen Bundesflüchtlingsgipfel, auch am 8. Mai, wo die Landesregierung sehr wohl die Möglichkeit hat, natürlich auch mit den Bundeskollegen darüber zu sprechen. Also es ist ein Antrag, mit dieser aktuellen Katastrophe halt irgendwo umzugehen. Es kann sich bis nächste Woche noch thematisch einiges daran ändern. Ich würde ihn jetzt im Moment lassen und bin aber auch offen für eure Anmerkungen dazu, wie wir mit dem Thema hier umgehen sollen. Fragen oder Anmerkungen zu diesem Antrag? Das ist offenbar nicht der Fall. Lasst uns also da bitte drüber abstimmen. Wer ist für den Antrag in inhaltlicher Form? Bitte Handzeichen dafür.
Hast du durch? Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Eine Enthaltung. Dankeschön. Wunderbar. Damit hätten wir den Tagesordnungspunkt 5, was die inhaltliche Frage bezüglich der Anträge angeht, durch. Kommen wir nun zu dem zweiten Teil hinsichtlich der Frage, welche Anträge wir denn auch tatsächlich ins Plenum einbringen wollen. Hierzu hatten wir, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Antrag ausgenommen, nämlich das ist der 2. Welchen noch? Ja, es gibt Operation Last Chance, ne? Operation Last Chance und der andere Antrag, die gemeinsam mit anderen Fraktionen, ja, eben, wo wir nicht alleine Einfluss haben, schon feststehen quasi als Einträge, die ins Plenum eingebracht werden, eben als gemeinsame Anträge. Haben wir also folgende Anträge zur Diskussion, ob wir und wie wir sie einbringen wollen. Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes, Gesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes. Nordrhein-Westfalen soll sich der schleswig-holsteinischen Bundesratsinitiative zur Abschaffung Abschiebungshaft anschließen. Dann haben wir den Antrag zum digitalen Widerstand und den Antrag zur Pkw-Maut. Ja, das wären die Anträge. Nico hat das Wort, bitte schön. Ja, ich wollte nur kurz zur Verfahrensweise vorschlagen, dass sich vielleicht diejenigen, die jetzt Anträge haben, melden, ob sie das zeitkritisch sehen und dass wir dann darüber sprechen. Vielleicht sagen auch die meisten, ja, können wir auch nächstes Plenum machen, weiß ich nicht. Leider ist der Grumpy im Moment nicht da. Das finde ich deswegen schade, weil der natürlich auch als PG in der PG-Runde da entsprechend agieren sollte. Und da wäre mir natürlich sein Feedback genau an dieser Stelle durchaus wichtig. Auf der anderen Seite sage ich natürlich klar, wir müssen, wenn ich dich richtig eben verstanden habe, Nico, auch dich, Frank, wäre es schön, wenn wir den Aspekt Vorratsdatenspeicherung in irgendeiner Form massiv bespielen und vielleicht sogar besonders durch eben einzige oder im Übrigen alleinige Antragstellung isoliert betrachten, als den wesentlichen Fokus innerhalb der nächsten Plenarsession. Allerdings haben wir haben dieses Mal nur 2 Tage, wenn ich das richtig sehe, also 2 Plenartage. Deswegen, dein Vorschlag steht im Raum. Moni hat das Wort. Dankeschön. Ja, nochmal zur Sache. Du hast gerade erwähnt, es sind nur 2 Tage und üblich ist es dann eigentlich, dass man, wenn man sieht, das ist einfach zu viel, dass man tatsächlich hergeht und sagt, kommt, welche habt ihr denn, die noch einen Monat warten könnten. Ansonsten hat die Menge der Anträge jetzt nicht automatisch Einfluss darauf, wenn ich einen besonders weit nach vorne bringen will, ne? Also das hat da erstmal nicht so richtig viel miteinander zu tun. Nur so, also das wird letztendlich dann nachher sowieso ja in Grampis Entscheidung liegen, aber nichtsdestotrotz sollten wir hier halt gucken, welcher hat jetzt noch einen Monat Zeit. Das finde ich durchaus wichtig und richtig. Ja, wobei ich noch eins aus einem Gespräch mit dir, glaube ich, Nico und ich, wir hatten da auch kurz drüber gesprochen, die Frage, ob und inwieweit wir das Thema, dieses Thema Vorratsdatenspeicherung in Verbindung mit dem Antrag, natürlich über die Antragstellung hinaus gegebenenfalls auch noch bespielen, beispielsweise durch Fragestunde und so weiter, natürlich dann auch im Bereich der taktischen Situation innerhalb des Plenums, innerhalb der Beratungssituation, das möchte ich natürlich jetzt hier an dieser Stelle nicht verlautbaren, was wir da miteinander so an Ideen ausgetauscht haben. Das müssen wir natürlich auch betrachten. Klar, das hat keinen Einfluss, da bin ich bei dir, Moni, das hat keinen Einfluss auf die Platzierung innerhalb der Tagesordnung, die ja noch dann heute bzw. morgen im Ältestenrat dann beschlossen werden wird. Gut, müssen wir mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden zuerst war oder von euch dreien zuerst war. Ich glaube, Nico war zuerst, dann, nee, Michel und dann Frank, dann Nico. Gut, so machen wir es. Ich kann es kurz machen, wenn wir uns entschließen, tatsächlich nur mit den aktuellen Anträgen ins Plenum gehen zu wollen, dann können wir natürlich den Karfreitagsantrag auch im nächsten Jahr vor dem Karfreitag stellen oder im nächsten Jahr nach dem Karfreitag. Also zeitkritisch ist der nie. Von daher würde ich dann gegebenenfalls den Karfreitagsantrag auch zurückziehen oder zurückstellen. Ja, erstmal danke dafür. Michel, dann haben wir jetzt alle gehört, zur Kenntnis genommen. Der Frank, bitte, und dann der Nico. Und dann aber du auch. Es gibt ja demnächst, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ist, ein Gesetz, das
Gesetzesinitiative der Landesregierung, halt einen neuen Feiertag einmalig einzuführen. Aber das passt nicht zusammen, ne? Nein, passt nicht zusammen. Ja? Zum 500-jährigen einmalig, ja. Passt nicht zusammen, ne? Nein, okay. Aber gerade weil Dinge zusammengehören, wir haben auf der nächsten TO das Abschiebehaftvollzugsgesetz stehen, Gesetz von Rot-Grün, was da debattiert wird, und den Punkt, Nordrhein-Westfalen soll sich Schleswig-Holstein in den Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Abschiebehaft anschließen, der wäre damit zusammen. Das wäre also nicht ein extra Tagesordnungspunkt. Der Antrag würde also keine. Das wäre also eine Geschichte, wo dann steht, in Verbindung mit. Genau. Vorschlag, muss natürlich PGF so beschließen, aber wäre unser Vorschlag. Ich denke mal, das wird dann auch so am Ende ausgehen, weil was thematisch zusammenpasst, wird in der Regel, zumindest habe ich die Erfahrung, haben wir, glaube ich, ja, gut, der Nächste wäre der Nico dann. Ja, danke, zwei Sachen. Moni, du hast natürlich recht. Wenn wir den VDS-Antrag bespielen, also klar wollen wir den bespielen, fände ich es auch gut, wenn wir da auf Block 2 gehen. Ich kenne das Argument, ja, Frank, ich kenne dein Argument, dass du sagst, ja, dann reden die anderen ja viel, viel. Wir reden zwar etwas länger, aber die anderen kriegen dann viel mehr. So, und dann ist dann das Argument, okay, da kommen wir nicht mehr so in der Debatte vor. Ich wage das an der Stelle zu bezweifeln, weil die Redezeit von den anderen Parteien können wir halt auch für uns nutzen und sollten wir an der Stelle dann für uns nutzen, mit eben Zwischenfragen, mit Kurzinterventionen. Und wenn wir das voll ausschöpfen, können wir, also dann hat die Debatte den breiten Raum und wir finden dann auch in der Zeit statt, wo die anderen reden. Also das normale Argument von dir, finde ich, zählt an der Stelle nicht, sodass ich dafür plädieren würde, tatsächlich auf Block 2 zu gehen, in Kenntnis deiner Argumente, die ich an der Stelle aber zurückstellen wollte. Und Michel, danke, dass du den Gedanken äußerst, der wäre ja fast durchgegangen. Ich fände es halt ganz charmant, wenn wir den Antrag nicht im Nachgang zu dem Feiertag bringen, sondern ich glaube, dass man den besser bespielen, dass man da mehr Öffentlichkeit mitkriegt, wenn man es im Vorfeld hinkriegt, sozusagen ein Plenum vor dem Feiertag das zu machen und das vielleicht dann auch, das müsste ja hinkommen mit 2000, ich weiß nicht, wie liegen die Feiertage 2017, ich weiß nicht, ob er das explizit für nochmal als Wahlkampf Ding nehmen kann oder ob man sagen kann, wir können es jetzt stellen oder wir können es zweimal stellen, wir können einmal mit einem Jahr dazwischen das machen, das weiß ich nicht, aber den Gedanken finde ich grundsätzlich charmant. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, Michel sowieso gesagt, dass er diesen Antrag gerne durchaus zurückstellen möchte. Wann der jetzt dann nochmal gestellt wird, da können wir ja nochmal drüber diskutieren. Ich würde ganz gerne noch das ein oder andere Statement von denjenigen Antragstellern, MDL, hören, bezüglich der Anträge, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Kinderbildungsgesetz, Feiertagsgesetz. Haben wir noch irgendwelchen Antrag? Pkw-Maut und Kinderbildungsgesetz. Bitte, Olaf. Zeitlich kritisch ist er sicherlich nicht aufgrund von irgendwelchen Dingen, die jetzt außerhalb des Landtags geschehen, beziehungsweise außerhalb der politischen Leute, die sich sehr für diesen Antrag interessieren. Ansonsten sehe ich ihn doch zeitkritisch. Ich habe ihn als wir unseren Antrag, also ich und vielmehr wir im Ausschuss, Daniel und ich, haben in Absprache miteinander den anderen Antrag ja zurückgezogen, weil es wäre so, sogar für uns schon nach der Anhörung schwierig gewesen, dafür zu stimmen. Ja? Und ich sage mal so, wir machen nicht den Blödsinn, den größten Blödsinn, den ich mal von der CDU mitgekriegt habe, dass die selbst bei einem Kommafehler im Haushaltsantrag noch darauf bestehen, dass das Ding abgestimmt wird. Ja, also machen wir nicht, haben wir zurückgezogen. Ich habe aber natürlich dann damals in dem Plädoyer und als ich den zurückgezogen habe, schon gesagt, dass, und das war schon ein Plenum, also das war schon eine eine Plenumswoche dazwischen, dass er eben zu diesem Plenum eingereicht wird. Jetzt haben da von außen vielleicht 12 bis 15 Leute mit dran gearbeitet,
die jetzt auch eigentlich davon ausgehen, dass der dieses Mal drankommt. Und gerade wir auch regen uns im Ausschuss immer wieder darüber auf, dass die Regierung irgendwelche Fristen, die sie ankündigt, bis sie irgendwelche Regelungen vorlegt oder bis sie irgendwelche Gesetze vorlegt, nicht denen in keinster Weise nachkommt. Und ich muss sagen, ich würde es mir jetzt verdammt schwer fallen, mir jetzt den Hohn und Spott dann auch, und sei es auch nur in irgendwie unterschwellig reinzutun, dass wir da auch in keinster Weise besser sind. Beziehungsweise das nächste Mal natürlich das Problem haben, die zu kritisieren, wenn sie irgendwie sagen, wir werden euch bis zu dem und dem Tag was vorlegen, das kommt nicht, dann ist natürlich die Sache an der Stelle, sich zu beschweren, schwieriger. Besonders prominent, da der sowieso zweimal ins Plenum kommt, muss der sowieso nicht platziert werden. Ich würde natürlich darauf pochen, oder ne, der wird natürlich in den Ausschuss überwiesen, dort findet eine Anhörung statt und dann kommt er nochmal zur Abstimmung ins Plenum. Dann wäre mir natürlich eine prominente Platzierung wichtig, aber die ist mir natürlich jetzt unter den Aspekten jetzt okay, er wird eh nur eingebracht, von daher wird da auch gar nicht auf Konfrontation gegangen werden, sondern es ist natürlich jetzt ganz klar eine Einladung von uns, auch daran mitzumachen. Und von daher ist es jetzt keine Sache, wo ich jetzt im Plenum meine, dass wir da unbedingt punkten können. Trotzdem möchte ich ihn irgendwie nicht zurückziehen aus den eben genannten Gründen. Danke für dein Statement in diesem Punkt. Michel hat... Nee, der Frank war vor dir dran. Ich nehme an, Frank wollte jetzt zu dem Pkw-Mautantrag was sagen. Ist das richtig? Dann wäre, weil ich davon ausgehe, dass Michel eigentlich dazu was sagen wollte, ist das auch richtig? Magst du das eben zurückstellen, Frank? Dann würde ich Michel an dieser Stelle vorziehen. Danke. Ich mache es wieder kurz. Ich möchte nur eins verhindern. Also ich finde, ich habe es ja gerade selbst gesagt, ich kann den Antrag zurückziehen, gar kein Problem. Wir sollten auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, der nächste Monat wird kommen, es werden wieder 6 Anträge kommen. Wenn wir jetzt 4, 5 zurückstellen, sind wir im nächsten Monat plötzlich mit 12 Anträgen oder sowas dabei. Und dann wird es wieder Leute geben, die sagen, ja, aber meinen Antrag kann ich nicht zurückziehen. Wir sollten nur aufpassen, Nico, wir sind uns einig, diese Fokussierung wichtig, aber dafür Anträge immer nur zu schieben, könnte irgendwann schwierig werden. Ich würde, bevor Frank noch was zum Pkw-Mautantrag, gerne auch etwas sagen. Also ich bin auch einer Auffassung, nämlich wie auch immer wir nur 2 Tage haben, könnte man natürlich Anträge auch als Verfügungsmasse durchaus einbringen, jetzt. Ja, als Verfügungsmasse im Hinblick auf die Fokussierung und das zeitliche Moment, welches wir damit natürlich auch verbinden wollen. Ob das nämlich so ohne weiteres möglich ist, wissen wir ja nicht. Ja, zumal eben der SPD Justizminister auf Bundesebene, da sicherlich auch aufgrund der guten freundschaftlichen Verbindungen zur Landesregierung NRW zwischen Kutschaty und Maas möglicherweise da eine Einflussnahme herbeiführen wird. Verfügungsmasse, das wäre noch das Stichwort. Ansonsten bitte schön Frank jetzt und dann Nico. Ja, also Fokussierung ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Möchten wir daran erinnern, dass wir das so nicht unbedingt mit der Menge der Anträge hinkriegen, weil wir sind ja nur eine von 5 Fraktionen und es gibt also auch von anderen noch welche. Das heißt, in der Gesamtmenge der Anträge 4 fehlen, bringt jetzt bei der Fokussierung auf ein Thema nicht unbedingt etwas in der Außenwirkung. Also die Fokussierung erreichen wir sicherlich am besten dadurch, indem wir uns vorbereiten, das Ding thematisch möglichst knackig zu bespielen. Und du hast natürlich eben, Nico, erwähnt, was ich jetzt sagen würde. Ich verzichte jetzt darauf, das zu sagen und bin gespannt, wie die Vorbereitung zu Block 2 dann hier so aussieht. Zum Mautantrag wollte ich noch sagen, nicht, weil er von hier kommt oder so, sondern da steht halt einfach die Verabschiedung im Bundesrat am 8. Mai an. Und nach dem 8. Mai macht es wenig Sinn, also da müsste man das anders schreiben. Insofern nochmal aber das kann man ja jetzt da auch nachlesen, ich glaube in der Gesamtmenge ist das hier durchaus überschaubar. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Thema Flüchtlinge Mittelmeer noch jemand anders vielleicht etwas macht,
mag ja sein, dass es da auch eine ja Verbindung gibt, also mit einem anderen Antrag schon. Also ich glaube, das ist schon noch eine überschaubare Menge, die wir auch bespielen. Und wenn wir uns in unserer Kommunikation auf ein, zwei Dinge fokussieren, ist das sicherlich, hat das sicherlich einen besten Effekt. Schade, dass Grumpy nicht da ist. Ich hoffe, er kriegt das aber alles nachher mitgeteilt, was wir hier besprechen. Es wird ja hervorragend protokolliert. Warte mal, Nico, du hattest auch nicht. Ja, dann Nico und Simone dann. Ja, bitte. Ja, danke. Ja, das hoffe ich auch, dass das ihm noch dann mitgeteilt, geliefert wird. Ja, Moni hatte das ja schon richtig gestellt mit dem Punkt Verhandlungsmasse. Und dann könnte man das natürlich dann auch den Gedanken dann noch weiterspinnen. Und dann, wir können auch mit der Verhandlungsoption oder mit der Ansage da reingehen, wir machen halt jeden Top-Block 2. Und das Ziel ist ja dann nicht, und als wenn man Verhandlungsmasse braucht, kann man das ja machen. Es geht ja aber auch darum, wenn man das Thema bespielen will, dass wir es in einen vernünftigen Tagesordnungspunkt kriegen. Und das wird ja auch an der Stelle verhandelt. Und natürlich macht das einen Unterschied. Und wenn wir, ob wir jetzt Top 1, Top 2 oder Top 7 oder 8 sind. So. Und wenn wir es schaffen, eine Block 2 als einer der ersten 1, 2 oder dritten Tagesordnungspunkt zu kriegen, dann ist das ja den Effekt, den wir brauchen. Das meine ich auch damit mit Fokussierung. Reicht jetzt nicht allein zu sagen, so, wir haben ansonsten keine Anträge und machen sonst Schema F, aber um auch eine entsprechende Positionierung auf der Tagesordnung zu kriegen, muss man halt sich ein bisschen mehr anstrengen und da würde ich also Verhandlungsmasse aufbauen und eine Drohkulisse dann vielleicht auch, so wie das anderen halt normal auch immer mit uns machen. Danke. Nico, Simone. Ja, also auch wenn ich, Nico, wir haben ja am Wochenende darüber geredet, dass es sinnvoll ist, wenn wir einen Schwerpunkt haben, wirklich nur mit einem Tagesordnungspunkt beim Plenum aufzuschlagen. Da wir ja aber zwingend sowieso mindestens drei Tagesordnungspunkte haben, ist dieses Ziel, einen einzigen Schwerpunkt zu haben, ja praktisch schon obsolet. Dementsprechend, ob wir jetzt mit drei oder mit sechs Anträgen reingehen, finde ich, weil die Wirkung bricht weg, wenn wir dann doch drei haben. Und deshalb würde ich sagen, dann gehen wir doch mit allen sechs rein und geben dem Grumpy diese eine Zielvorgabe, nämlich Vorratsdatenspeicherung top am allerbesten platziert zu setzen und der Rest ist dann eben irgendwo im Laufe dieser beiden Tage. Gut, danke Simone. Ich einmal ganz kurz, Ingo. Es klang im Rahmen der Besprechung des Antrags hier ja schon durch, dass wir wahrscheinlich nicht die Einzigen bleiben werden, die zu dem Themenpunkt einen Antrag stellen werden. Ich denke mal, dass die dann andere Fraktion, die da in Betracht kommt, ebenfalls ihrerseits ganz massives Augenmerk darauf legen wird, dass dieser Tagesordnungspunkt dann aufgrund Bürgerrechtssituation und so weiter optimal platziert wird. Ansonsten, nicht mein Vorschlag wie eben, danke Nico da für die Aufnahme von wegen Verfügungsmasse, da bin ich selbstverständlich für. Wenn ich das einmal so kurz einwerfen darf, Michel hatte zwar bereits gesagt, er wollte den Antrag nicht stellen, glaube, dass wir das sogar dann auch aufrechterhalten könnten und ihn nicht mit noch zusätzlichen Verfügungsmasse mit reinnehmen sollten, Michel, wenn das so konform, wenn wir da so eine Konformität herstellen können. Dementsprechend würde ich dann auch darum bitten, dann gleich abzustimmen. Allerdings, der Ingo gebe ich vorab noch mal das Wort. Ich würde dann gleich einen Formulierungsvorschlag kurz geben für die Abstimmung. Knapp und kurz. Danke, Ingo. Bitte. Also ich finde, aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und aus PR-Sicht, nur weil wir einen einzigen Antrag einreichen, legen wir noch keinen Schwerpunkt. Also von daher würde ich sagen, Schwerpunkt, ja natürlich, das ist ja das, was wir alle wollen, aber dann müssen wir auch wirklich einen Schwerpunkt machen und nicht nur einen einzigen Antrag. Also ich verstehe unter Schwerpunkt drei oder vier oder fünf Anträge, die sich alle mit einem Oberthema beschäftigen, gegen Überwachung. Und dann ist der eine VDS, der andere die Spionage in der Wirtschaft, whatever. Das wäre für mich, und die Maut, das wäre für mich dann Schwerpunkt Überwachung mit fünf Anträgen. Aber nur weil wir jetzt einen Antrag einreichen, legen wir noch keinen Schwerpunkt. Danke, Ingo, für den Hinweis. Das ist natürlich richtig, denn jedes Mal, wenn wir zum Beispiel eine Aktuelle Stunde beantragen und diese dann durchkommt, wäre das dann auch ein Schwerpunkt und. Also deswegen denke ich, dass wir vielleicht doch jetzt, wenn keine weiteren Wortmeldungen, Anmerkungen, Fragen sind, wir darüber abstimmen sollten wie folgt. Wir stellen alle Anträge, die wir jetzt
eben besprochen und inhaltlich beschlossen haben, mit Ausnahme des Feiertagsantrags, hinsichtlich dessen wir auch noch eine zeitliche oder eine Frage der sinnvollen zeitlichen Einbringung stellen wollen, wenn ich das als Ergebnis der Diskussion in dem Punkt festhalten darf. Deswegen stimmen wir vielleicht darüber ab, dass wir alle Anträge einbringen, so wie sie inhaltlich beschlossen worden sind, mit Ausnahme des Feiertagsantrags. Bitte um Handzeichen dafür. Ich denke, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Daniel? Stimmt nicht mit ab. Richtig. Okay, gut. Dann haben wir einstimmige Abstimmung. Dann machen wir genau an dieser Stelle, nämlich genau jetzt, eine Pause von 10 Minuten. 15. Wie lange? 15 Minuten, Entschuldigung. 15 Minuten wäre dann 11.53 Uhr. 11.53 Uhr wieder hier im Saal. Danke. So, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer im Stream, liebe Hellseherinnen und Hellseher und liebe Fraktion, wir haben 11.53 Uhr und setzen unsere Fraktionssitzung im öffentlichen Teil fort. Mit dem Tagesordnungspunkt 6, Vertretung für Kai im A18.1 am kommenden Freitag. Da gab es einen Versuch auf der Mailingliste, darüber eine Abstimmung herbeizuführen, wer den Kai am Freitag da im 18.1 vertreten kann, will, möchte. Gibt es dazu eine Klärung? Ob und wer jetzt Kai da vertreten kann. Da, bitteschön, Olaf. Das hatte ich am Freitag in der Sitzung, in der Mammelsitzung, dem Kreon schon gesagt, dass ich das machen werde. Das ist ja wahrscheinlich okay. Der Grund dahinter. Dann wärst du so lieb und sagst das dem Ansgar, dass also da die Vertretung geklärt ist. Wunderbar, Tagesordnungspunkt 6 damit erledigt. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, jetzt, wo der Joachim gerade reinkommt. Das ist ein Unterstützungsaufruf für eine Veranstaltung zur Zukunft der Ökonomie am 23. Mai um 9 Uhr. Joachim, bitte, du hast das Wort. Lasst mich eben noch. Ja, oder dann ruf das. Weil ich ein paar Unterlagen brauche. Okay, wie lange brauchst du? Dann können wir auch den Tagesordnungspunkt 8 eben vorziehen. Wenn es recht ist. Ich bin soweit. Du bist soweit. Gut, dann hast du das Wort, Joachim. Okay, ja, wir haben Folgendes überlegt. Ich hatte ursprünglich so die Idee, das wird aber eher schwierig, eine gemeinsame Veranstaltung von Fraktion und Partei zu machen. Das besser als Parteiveranstaltung laufen zu lassen. Und zwar geht es um diesen Kongress Ökonomie der Zukunft, Zukunft der Ökonomie, Untertitel von der Lohnarbeit zur Tätigkeitsgesellschaft. Am 23. Mai von 9 bis 17 Uhr im Theater im Depot in Dortmund. Noch mal kurz zur Veranstaltung selber. Wir haben zurzeit 5 Referenten festgebucht, die zugesagt haben. Dr. Lutz Martini, Rundumschlag der Abhängigkeiten. John Martin Ungar, Tech Talk, wie die technische Singularität immer näher kommt. Pavel Meyer, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, 10 verbreitete Fehlannahmen und Trugschlüsse. Professor Dr. Günther Möwes, Arbeit zwischen Verherrlichung und Entwertung, und Professor Dr. Eberhard von Goldammer, Anmerkungen zu André Gorz, welches Wissen, Fragezeichen, welche Gesellschaft, von der Lohnarbeit zur Tätigkeitsgesellschaft. Wir haben etwa 60 Minuten pro Nase eingeplant, das werden so zwischen 20 und 40 Minuten Präsentation plus anschließendem Frage- und Antwortspiel sein und am Schluss mit allen Beitragenden nochmal eine Podiumsdiskussion. Das Ganze natürlich parteigemäß im Stream und mit Videoaufzeichnung. Und wir wollen im Prinzip damit nochmal einen Akzent setzen in die Richtung, dass sich die Arbeitswelt und nicht nur die Arbeitswelt, sondern eben Gesellschaft durch Digitalisierung in einem Maße verändern wird, was vor allen Dingen die Altparteien nach unserer Auffassung noch nicht so auf dem Schirm haben. Und meine Bitte wäre es, dass die Fraktion beschließen möge, diese Veranstaltung des Landesverbandes der Piratenpartei NRW aktiv zu unterstützen, und zwar so in der Form, dass wir es auch auf unserer Website bewerben können. Das ist eigentlich alles und ich bitte um eure Zustimmung.
Wortmeldungen. Der Grumpy, bitteschön. Dankeschön. Es geht hierbei auch, glaube ich, nur noch mal auch, Entschuldigung, um die Klarstellung, dass hier keinerlei Kosten für die Fraktion entstehen, genau, sondern dass wir es sozusagen medial unterstützen. Frank? Werden wir das denn also mit Anträgen zum Beispiel begleiten in Zukunft? Also ist das dann halt etwas, was wir hier auch parlamentarisch fortführen, das Thema? Ja, natürlich. Okay. Haben wir schon beschlossen? Es geht auch um eine aktive Meinungsbildung in der Partei. Ich wollte das nur noch mal klargestellt haben. Ja. Das wird organisiert im Grunde genommen von drei Vertretern des AK Forschungspolitik. Das ist der Lutz, der John und ich, wie wir das organisiert haben. Und wir wollen auch aus den Ergebnissen dieses Kongresses heraus für die Bundespartei Anträge zusammengießen, weil das natürlich ein bundesweites Thema ist, die man natürlich auch im Landtag bespielen kann, keine Frage. Hatten wir auch, das Thema hatten wir auch bereits in der Referentenrunde vor 3 Wochen, meine ich. Da hatte Linus entsprechend vorgetragen, die Referenten sind über das Thema Veränderung der Arbeitswelt als Schwerpunktthema in der nächsten Zeit, auch im Zusammenhang mit der digitalen, ich nenne das jetzt mal so, digitalen Agenda der Landesregierung, bereits sensibilisiert und schon auch untereinander organisiert und in der Arbeit drin. Von daher, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, bitte ich hier um Abstimmung hinsichtlich der Unterstützung dieser Veranstaltung durch die Fraktion, jetzt durch Handzeichen dafür. Ja, wir stimmen über den Punkt ab. Die Beschlussvorlage, die du im Text hast. Genau, Unterstützung dieser Veranstaltung vom 23.05. durch die Fraktion. Wer ist dagegen? Niemand? Wer enthält sich? 2 Enthaltungen. Wenn ich das richtig. Birgit und Toso. Dankeschön. Gut, wenn wir das haben, dann können wir damit. Toso, du hast das eine Wortmeldung? Bitte schön. Ja, eine Abstimmung, Anmerkung im Nachgang. Es wäre total toll, wenn man sich dann auch mit den Piraten vor Ort, mit den gewählten Vertretern da einmal informativ austauscht. Das wäre schlau. Was die Orga angeht, hat Herr Gebel uns erhebliche Unterstützung in Anführungszeichen zukommen lassen. Gut, alles andere vielleicht bilateral. Falls es da noch Unstimmigkeiten gibt oder Abstimmungsnotwendigkeiten, das wäre natürlich auch vor dem Hintergrund der Vernetzung sehr schön, können wir dann also diesen Tagesordnungspunkt verlassen. Vor Eintritt in den Tagesordnungspunkt 8 stelle ich hiermit einen Antrag. Ich stelle einen Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes 8 hinsichtlich der externen Beratung. Das ist ein Antrag von Birgit gewesen, hinsichtlich der Veröffentlichung der Zahlungen, die hier vorgesehen sind, die erbracht worden sind bzw. erbracht werden müssen aufgrund vertraglicher Situation. Wir haben hier in erheblichem Umfang Datenschutzprobleme, weil der Name des Unternehmens, um das es hier geht, mit dem es auch vertragliche Beziehungen zwischen der Fraktion und diesem Unternehmen gibt, bereits genannt worden ist. Und zwar bei Antragstellung. Von diesem Hintergrund stelle ich den Antrag aus datenschutzrechtlichen Gründen auf Absetzung dieses Tagesordnungspunktes und bitte hiermit um Abstimmung darüber, ob dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt wird oder aufrechterhalten wird. Bitte schön, Toso. Wollen der Name? Wir haben da eben schon darüber abgestimmt, dass wir die Zahlen nennen wollen. Ich stelle jetzt einen Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkts. Ja, wir können auch so lange hin und her stimmen, bis uns das Ergebnis jeweils passt. Es ist ohnehin bekannt, mit welcher Firma wir hier diesen Vertrag gemacht haben, die uns beraten soll. Ich sehe überhaupt keinen Grund, kein datenschutzrechtliches Problem hier. Ich sehe hier das Problem, dass wir uns einem nicht unerheblichen Klagerisiko vor dem Hintergrund der Veröffentlichung dieser Zahl aussetzen. Ich bitte dann, dass wir jegliche kleine Anfrage, jegliche persönliche Anfrage nach dem IFG und jegliche andere unserer Anfragen
wo wir irgendwo fragen, was irgendwas an Geld kostet, wo irgendeine Firma mit betroffen ist, dass wir das dann bitte lassen. Da ist nämlich jedes Mal das gleiche Klagerisiko. Wenn ich gerne gewusst hätte, was meine Heimatstadt an Ausgaben hatte für irgendeinen Kinderspielplatz und ich will das nach dem IFG erfragen, dann sagen mir die mir sowohl die Firma wie auch das, was das gekostet hat, weil sie dazu verpflichtet sind. Genauso wie wir übrigens nach dem IFG eigentlich dazu verpflichtet sind. Sollte hier jedem bekannt sein. So, genau, IFG ist nicht die Fraktion. Das heißt, wir beantworten uns selber weniger Fragen, als wie wir extern zu beantworten hätten. Das ist eine super schlaue Anmerkung. Also, das hast du gerade gesagt, Nico. So, ich kann mehr hören als Herr Süm an der Stelle. Danke, ich bin hier im Raum. So, also, sollten wir das wirklich jetzt so abstimmen, dann lassen wir das bitte mit jeglicher kleinen Anfrage und jeglichen Fragen, was irgendwas kostet hier im Land. Danke. Danke, Toso, für diesen Hinweis, den ich durchaus ernst nehme. Dann bitte ich aber auch, hier den formalen Weg der schriftlichen Anfrage an den Fraktionsvorstand einzuhalten, der dann die Möglichkeit erhält, in jedweder Breite, das sage ich jetzt, in jedweder Breite den Justiziar dieser Fraktion damit zu beauftragen, in jedweder Hinsicht, in rechtlicher vor allen Dingen, rechtlicher Hinsicht, eine Prüfung dieser Anfrage durchzuführen, mit einem entsprechenden Gutachtenergebnis, notfalls auch durch Einholung eines externen Gutachtens im Hinblick auf die Rechtsfragen, damit diese Anfrage hier öffentlich bearbeitet werden kann und auch beantwortet werden kann. Normalerweise erfolgt das ja auch in Schriftform, nämlich die Antragung nach dem IFG erfolgt in Schriftform und gibt demjenigen, der da angefragt wird, die Möglichkeit, dazu ebenfalls in Schriftform zu antworten. Dankeschön. Bitte sehr. Wir haben den Michel als Wortmeldung, wir haben den Lukas als Wortmeldung und den Toso nochmal. Bitte schön. Also ich habe zwei Dinge. Erstens kann ich mich daran erinnern, dass die Anfrage mehrfach gestellt wurde und die ist garantiert auch an Vorstand Ed gegangen. Da bin ich mir total sicher. Okay, das erste Mal vor 6 oder 8 Wochen, sagt Birgit. Das heißt, diese Anfrage liegt schriftlich vor, wurde nicht beantwortet. Das ist bei uns ja regelmäßig so, die Eskalationsgeschichte, dass man erst einen Antrag an Vorstand Ed stellt. Ich rede einfach mal weiter für den Stream, ihr könnt so weiter diskutieren, mich stört das nicht. Dass man erst einen Antrag an Vorstand Ed stellt und dann passiert nichts und irgendwann macht man dann einen offiziellen Antrag hier in der Phrase und dann heißt es, ja, stell doch einen Antrag an Vorstand Ed. Okay, das kann man machen. Ich habe einen Lösungsvorschlag. Wir veröffentlichen einfach alle externen Beratungsleistungen, so wie angefragt von Birgit, die sich nicht nur auf eine Firma beziehen, sondern auf alle Beratungsleistungen, die wir hier bekommen haben. Dann wäre genau das Gleiche erreicht. So, da hat es der Lukas. Ich bin ja relativ unbeteiligt. Ich sehe aber, ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, dass der jetzige Vorstand, der von uns gewählte Vorstand, Bedenken hat, das jetzt zu beantworten. Das ist der Vorstand oder Teile des Vorstands. Das sind die Leute, die Verantwortung für den Haufen tragen. Sie haben jetzt aktuell Bedenken dagegen, das zu tun. Und dann ist das halt so. Ja, denn die tragen halt die Verantwortung für den Sauladen. Und wenn das so ist, dann müssen wir das akzeptieren. Und das bringt absolut nichts, hier jetzt rumzunüllen und sagen, ja, ich will jetzt aber, das muss jetzt sofort und ich habe das schon vor Monaten. Wenn das jetzt nicht geht, dann geht das nicht und ich bin bereit, das zu akzeptieren. Was soll das denn? Der Toso und dann die Birgit und der Michel. Also, es gab mehrere Anfragen an den Vorstand. In der Textform, wie man das so macht. An der Stelle hätte im Vorstand bewusst sein müssen, das ist ein schönes Argument, Lukas. Hätte, Fahrradkette mag ich. So. An der Stelle hätte dem Vorstand bewusst sein müssen, dass er auskunftspflichtig ist. Genau zu dem Zeitpunkt. Ist dem Vorstand das zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, macht er halt seine Arbeit scheiße. So. Ab der Zeit
laufen dann auch gesetzliche Pflichten. Übrigens muss ich gar nicht darauf hinweisen, dass es eine Anfrage nach dem IFG ist. Da musst du selber drauf kommen. Genauso wie jede andere öffentliche Stelle, die das betrifft. Und die Fristen sind alle abgelaufen. Wir sind keine öffentliche Stelle nach dem IFG. Punkt. So, und Birgit ist doch dran. Bist du. Ist die Fraktion hier. Selbstverständlich ist die Fraktion eine öffentliche Stelle nach dem IFG. Aber sowas von nicht mal. Ich finde ganz gut, dass du nur noch Jurist bist und nicht mehr Anwalt. Tuso, ich bitte dich, von derart persönlichen Anmerkungen wirklich fernzuhalten. Sonst möchte ich da gerne noch mal darauf hinweisen, ich über meine, deinen Schwachsinn. An welcher Stelle standst du eigentlich auf der Rednerliste? Danke, das klappt ganz gut mit über der den, Redeliste. Über den Blödsinn, den du im Zusammenhang mit dem Betriebsrat hier schon abgesondert hast. So, jetzt bin ich dran. Also Lukas' Anmerkung verstehe ich mal so gar nicht. Die Anmerkung möchte ich gerne, was? Ja, verstehe ich schon, aber ich meine, die Argumentation möchte ich mal hören, wenn die Landesregierung bei einer kleinen Anfrage oder bei irgendeiner Anfrage sagt, ach nee, wissen wir jetzt auch nicht so und hätte Fahrradkette. Ne? Da möchte ich ja eure Argumentation gerne mal sehen. Aber wir lassen uns hier ja nicht an unseren eigenen Maßstäben messen oder so ähnlich. Na egal, Doppelmoral und so Dinge. Egal. Also, was? Ja, von dir. Ja, von dir, genau. Total super. Hallo, Leute, komm. Birgit hat Birgit hat das Wort und dann halten wir uns bitte dran. So, komm, Leute. Aber kommen wir mal zurück zur Sache. Ich sehe immer noch nicht so ganz, was das Problem sein soll, da jetzt eine Zahl zu nennen. Frank, bitte, du hast das Wort, dann Simone. Ja, also ich kann jetzt nur mal mutmaßen, dass hier nochmal eine Vorstellung gegeben werden soll, aber ich glaube nicht, dass uns das ja irgendwie weiterbringt. Wir haben hier nicht das Thema kleine Anfragen, IFG untereinander. Ich weiß nicht, was das soll. Ich fand Lukas' Einwurf gerade sehr berechtigt. Wir sind ja die Fraktionsversammlung. Wir 19 bilden die Fraktion. Birgit, du hast verbrieftes Recht nach Satzung ins Büro zu gehen und diese Zahl zu erfragen. Das ist also, wenn dich das interessiert, dann kannst du das immer machen. Der Punkt, um den es hier anscheinend geht, dass, also ich war das mit der Redeliste, aber okay. Der Punkt, um den es halt hier geht, ist anscheinend irgendeine Art von Öffentlichkeit herzustellen. Und da hat der Vorstand Bedenken. Die hat er formuliert und ich, wie gesagt, ich schließe mich dem an, was der Toso gesagt hat, mehr gibt es im Moment da nicht zu sagen. Wir können aber gerne, wie gesagt, ich glaube, der Unterhaltungswert, der steigt ja die ganze Zeit schon, noch eine halbe Stunde darüber reden, wenn das Spaß macht. Du kannst auch gleich ins Büro gehen und dann wirst du diese Zahl, denke ich mal, erfragen. Nun ist aber auch, ich erinnere mich noch recht gut, als Harald hier in dieser Sitzung war, uns auch schon mal um das Thema ging, wurde von Harald ausgeführt, dass wir in der Erstellung des Jahresabschlusses sind und diese Zahl dort selbstverständlich dann, wenn sie ganz klar plausibilisiert ist und auch tatsächlich endgültig feststeht, entsprechend im Jahresabschluss veröffentlicht wird und dann, wenn diese Zahl abgesegnet und fixiert ist, du selbstverständlich auch diese Zahl bekommst, wie jeder sie bekommt. Nur so ganz nebenbei. Das hat Harald hier in diesem Raum, in dieser Sitzung gesagt. Okay? So. Du wirst diese Zahl selbstverständlich bekommen. Du bekommst sie auch theoretisch jetzt. Ich werde sie jedenfalls hier nicht öffentlich nennen. Niemand im Vorstand, so ich das eben abgefragt habe, wird diese Zahl hier öffentlich nennen. Deswegen ist es müßig, diesen Tagesordnungspunkt weiter fortzusetzen. Deswegen hatte ich in Erwartung dieser Diskussion hatte ich darum beantragt, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen. Simone hat das Wort. Danke. Im Prinzip, was Frank gesagt hat. Nein. Vor Frank.
im Prinzip das, was Frank gesagt hat. Das ist ein laufender Vertrag, wo auch gegenseitige Vertraulichkeiten sind. Wir sind unabhängig von irgendwelchen kleinen Anfragen, ist das für mich ganz, ganz klar ein datenschutzrechtliches Problem. Und jeder in der Fraktion hat die Möglichkeit, bei Grumpy ins Büro zu marschieren, sich diese Zahl abzuholen. Warum das hier in der öffentlichen Sitzung irgendwie präsentiert werden muss? An welcher Stelle habe ich denn eine Antwort gekriegt auf meine Fragen per Mail? Warst du bei Grumpy im Büro und hast gesagt, gib mir bitte die Zahl? Nein, ich habe eine Frage gestellt per Mail und dann möchte ich auch mal eine... Ist es nicht möglich, da eine Antwort drauf zu bekommen? Kann man... Simone, bist du mit deiner Wortmeldung fertig? Dann ist jetzt Michelle dran, danach Birgit. Entschuldige, Daniel. Ja, super Inszenierung, Lukas, richtig. Erst höre ich... Wir können die Zahl nicht sagen, obwohl sie beantragt wurde. Dann heißt es, die Zahl muss schriftlich erfragt werden, von einem Vorstandsmitglied. Dann heißt es von Frank, geh doch ins Büro, frag, dann kriegst du die Zahl. Dann sagt ein anderes Vorstandsmitglied, ja, man kann die auch einfach erfragen. Ja, was denn jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, also entweder niemand weiß die Zahl oder man hat keine Lust, sich die auszurechnen und ach, mal gucken. Oder irgendwie hat sich keiner drum gekümmert, die 8 Wochen, das kann auch sein. Das könnte man auch zugeben, kann sagen, ja Mist, haben wir irgendwie, ja, uns ist das jetzt aufgefallen, wir geben die Zahl raus. Das wäre jetzt eine Aussage, könnte man machen. Wir haben hier eine Anfrage, wir können die Zahl, wir wollen die Zahl nicht öffentlich nennen, wir veröffentlichen sie, oder wir geben sie dir einfach. Stattdessen wird gesagt, komm doch ins Büro und frag sie nach. Wo ist das Problem, jetzt einfach zu sagen, irgendwo knirscht es hier, wir finden jetzt eine Lösung. Und die Lösung lautet, die Birgit bekommt jetzt eine Mail mit der Zahl drin auf ihrer, ich weiß nicht, wie viele Anfragen, sie hat jetzt mehrere Zahlen genannt, kriegt sie jetzt eine Mail und da steht die Zahl drin und dann sind alle glücklich. Und stattdessen müssen wir hier so ein, komm doch hin, geh doch, mach schriftlich. Bitte Leute, löst doch einfach das Problem. Nein. Darf ich ganz... Was ich darf oder was ich nicht darf, Toso. Okay? Ich leite die Sitzung. Ich könnte theoretisch jetzt die Sitzung abbrechen. Tschüss, Toso. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Genau das mache ich gerne. Ach komm. Das ist Kinderkacke. Ich würde noch kurz einen Satz dazu sagen. Stopp. Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen. Ich möchte gerne Folgendes wissen. Wir haben ja hier irgendwie uns mal so eine Satzung gegeben und ein paar Regeln und so. Wie viel Geld haben wir da beschlossen und wie viel Geld ist darüber hinaus geflossen, worüber kein Beschluss besteht? Darüber möchte ich reden. 15.000 Euro sind, glaube ich, möglich. Wie viel darüber ist gezahlt worden und wer hat das beschlossen? Das möchte ich wissen. Ich befürchte, das lässt sich jetzt hier am Tisch so nicht ohne weiteres ad hoc klären. Ganz einfach, das wird sich nicht klären lassen. Dann werden wir diese Anfrage, sie wird ja hier gerade auch protokolliert, wenn ich das richtig sehe, Nicole, nicht wahr? Dann werden wir das Thema klären. Es wird sich jetzt nicht hier klären lassen, auch nicht im Rahmen der 15 Minuten, die dieser Tagesordnungspunkt maximal dauern kann, bevor wir darüber beschließen, ob wir darüber weiterreden wollen. Das lässt sich einfach nicht machen, Birgit. Okay. Gut. Gut. Ja, nun. Na, es wird doch auf die Usancen, auf die Satzung und auf all das, was wir hier beschlossen haben, abgehoben. Dann können wir das einfach auch mal so handhaben. Ich finde es halt sehr schade, dass wir eine ansonsten bisher recht vernünftig verlaufende Fraktionssitzung auf diese Art und Weise hier torpediert sehen müssen. Nicht durch deine Anfrage, Birgit, das möchte ich ausdrücklich feststellen. Ich hatte hier, vielleicht bin ich ja auch der Schuldige, weil ich gesagt habe, bitte um Absetzung des Tagesordnungspunktes, über diesen Antrag auch nach den vielen Klausurtagungen, in denen wir festgestellt haben, wenn ein Mitglied der Fraktion einen Antrag stellt, dann sollte man darüber vielleicht mal befinden, über diesen Antrag, und nicht erstmal den Tagesordnungspunkt durchdiskutieren, bevor dann am Ende darüber abgestimmt werden kann, ob der Tagesordnungspunkt durchgeführt wird. Ich könnte im Rahmen der Sitzungsleitung auch sagen, einfach der Tagesordnungspunkt ist beendet. Punkt um. Das könnte ich tun, tue ich aber nicht. So, mache ich nicht. Ja? Okay, Moni, bitteschön. Ja, zum einen, um dir direkt zu antworten, da würde ich dich vorwarnen, so etwas zu tun. Und zwar ganz ausdrücklich würde ich dich davor warnen, so etwas zu tun. Ich möchte einen Vorschlag machen, und zwar, dass in das Protokoll aufgenommen wird, dass bis zur nächsten Woche zum einen der
den allen Abgeordneten zum einen der Betrag mitgeteilt wird, zum anderen scheint es darum zu gehen, zu gucken, wann wo was beschlossen ist. Das heißt, nee, glaube ich halt nicht. Also ich finde schon, dass irgendjemand hergehen kann und mal eben in Protokollen gucken kann und gucken kann, wann sind Dinge beschlossen worden. Ich fände es schon gut, wenn wir einen Informationsstand hätten, der dann für alle ungefähr gleich ist. Und ich glaube, das könnte so eine zufriedenstellende Lösung sein, wenn wir das mal recherchierten. Wenn wir dafür die Kapazitäten jetzt haben. Wenn der Vorstand sie nicht hat, dann solltet ihr das jetzt bitte sofort sagen, weil ich weiß, dass das schwierig ist. Aber vielleicht schaffen wir das ja, wenn wir irgendwie ein paar Leuten da den Auftrag geben, bestimmte Dinge zu tun. Also das möchte ich mal für den Vorstand sprechen. Ich denke, ja, das wird der Vorstand ermitteln können. Natürlich wird das mit der Protokollierung und dem, was da beschlossen wird, nur worden ist, nur möglich sein, falls es tatsächlich auch so protokolliert worden ist, weil es nämlich im nicht öffentlichen Teil war. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann das beschlossen worden sein könnte. Das muss eine ganze Weile her sein, deutlich über ein, also mindestens ein Jahr, denke ich mal. Ja, doch die Klausurtagung, ja, es hat da Folgebeschlüsse gegeben. Also das wird ermittelbar sein, ob das bis nächste Woche Dienstag ermittelt werden kann. Vermag ich nicht zu sagen, es wird aufgenommen und ja, es wird diese Zahl geben und ja, es wird auch eine Möglichkeit geben, nachzuvollziehen, was da mal irgendwann in diesem Kontext beschlossen worden ist. Und ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können, dass gemäß dem Vorschlag von Moni, den sie eben hier angebracht hat, der, wie ich hier sehe, auch protokolliert ist, wir verfahren können, sodass wir jetzt keine weitere Fortsetzung, aus meiner Sicht zumindest, des Tagesordnungspunktes bräuchten. Außer, dass natürlich der Michel dazu noch eine Wortmeldung hat. Entschuldigung, der Daniel. Verdammt, Entschuldigung, Daniel. Und der Olli hat dann auch noch eine Wortmeldung. Ich rede jetzt, obwohl ich mich nicht gemeldet habe, Nico. Schön ist, dass ich noch lachen kann. Also ich bin zumindest kein Teil einer Inszenierung, aber ich bedanke mich für den Vorwurf nach meiner Wortmeldung. Mich interessieren die Zahlen. Mich interessiert auch durchaus das Zustandekommen. Und ich hoffe, dass das einfach letzten Endes irgendwo alles ganz sauber ist und das irgendwie unproblematisch ist. Ich stütze das, was Moni gerade gesagt hat. Den gleichen Vorschlag hätte ich nämlich tatsächlich jetzt auch gemacht, dass wir nächste Woche die Zahlen und Daten haben. Ich wollte aber auf zwei, drei Dinge kurz eingehen. Wir können das nicht alle rausfinden. Ne? Ich weiß, du sagst das, glaube ich, gerade, Dietmar. Das habe ich versucht. Das ist mir leider nicht möglich. Also ich befürchte, dass der Beschluss, den wir in der Fraktionssitzung irgendwo nachvollziehbar drin haben, der deckt sich nach meinem Kenntnisstand nicht mit dem, was tatsächlich dann durchgeführt wurde im Gesamten. Das ist nicht schlimm, weil das könnt ihr durchaus als Vorstand ja auch beschließen, in meiner Auffassung. Zu dieser Sache, also jetzt ins Büro gehen oder eine Mail schreiben oder sonst was. Also wir sind doch diejenigen, die irgendwie überwiegend mit irgendwelchen elektronischen Kommunikationsmitteln umgehen. Ich glaube doch nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, dass man irgendwo ins Büro gehen muss und das sich persönlich angucken muss. Wenn das erforderlich ist in dem Fall, aus was weiß ich nicht für welchen Gründen, weil da ein ganzes Buch liegt mit Unterlagen oder was weiß ich, dann schreibt doch demnächst dann einfach kurz Birgit oder wem auch immer, der irgendwie sowas beantragt, kurz eine Rückmeldung, dann ist das Ding doch dann vom Tisch. Mich persönlich, und das ist wirklich nicht in irgendeiner Weise vorwurfsvoll, an irgendwen auch immer gemeint, mich macht es skeptisch, wenn dann, ich sag mal, Zeit ins Land fließt und im Prinzip mit so einer Anfrage halt gar nichts passiert. Nicht nur jetzt dem Fraktionsvorstand, allen Gremien, die es irgendwie gibt. Das gilt auch hier bei kleinen Anfragen. Wenn ich auf meine kleine Anfrage keine Antwort bekomme oder ausweichende Antworten, dann ist das ja sehr häufig so, dass man da vielleicht auch nochmal durchaus nachhaken könnte. Also hier bitte einen Haken hinter, nächste Woche die Sachen halt eben aufzeigen und in der Zukunft halt wirklich gucken, dass wir da eine vernünftigere Kommunikation hinkriegen. Und wenn das arbeitsmäßig halt zu viel ist, da müssen wir uns bitte ganz, ganz dringend nochmal unterhalten darüber, ob wir an der Stelle irgendwo personaltechnisch eine Lösung finden können. Aber da bitte ich euch als Fraktionsvorstand dann um eine Initiative. Das kann ich nicht. Ich kann das nicht beeinflussen. Nur tut das. Meine Stimme habt ihr sofort dafür, ganz sicher.
Gut, danke, Daniel, der Olli, dann der Lukas. Ja, eigentlich wollte ich nur darauf eingehen, wie wir jetzt die Lösung machen, nachdem hier klar geworden ist, dass wir hier nicht nur ein Zuständigkeits- und Verantwortungsproblem haben, was dazu führt, dass der Vorstand einfach, glaube ich, überlastet ist und einfach die Kapazität nicht hat, und auch die Prozesse nicht hat, um sowas anständig zu beantworten. Die Kapazität nicht haben, ist natürlich eine Sache. Im Grunde hätte ihr Birgit so eine E-Mail bekommen müssen. Ja, wird bearbeitet, ist in der Queue, und dann hätte sie nachgucken können, ja, dauert noch, ich bin jetzt in der Warteschlange Nummer so und so viel oder sowas, wenn eine Überlastung da ist, aber wir haben auch so ein Eskalationsmanagement leider in der Form nicht etabliert. Andererseits hat sich hier in der Fraktionssitzung gerade gezeigt, dass auch niemand gerade sich verantwortlich sehen möchte, dieses im öffentlichen Teil, und wir sind ja noch im öffentlichen Teil, zu besprechen. Darum ging es ja. Es ging ja nicht darum, es nicht zu machen, sondern es im öffentlichen Teil zu machen. Wir befinden uns im öffentlichen Teil. Im öffentlichen Teil ist jetzt die Sache, der Vorstand, der dafür verantwortlich wäre, es im öffentlichen Teil zu nennen, sieht sich gerade nicht imstande, es im öffentlichen Teil zu nennen, wäre aber zuständig dafür. Und die das gerne möchten, wären aber gar nicht in der Verantwortung. Das ist sozusagen das Problem, was wir gerade haben. Insofern, das könnte man ja lösen, wobei ich gerade sehe, dass es nicht notwendig ist, es in der Form zu tun, indem man im nicht öffentlichen Teil oder per Briefchen oder E-Mail Birgit als Antragstellerin mitteilt, was gefordert wurde, und wenn sie es dann, und sie darauf hinzuweisen, dass es nicht öffentlich ist, wenn sie es dann sagt, ist es ihre Verantwortung. Die können es ja dann im öffentlichen Teil sagen. Dann ist die Verantwortung bei Birgit an der Stelle. Und wenn sie sagt, es ist doch kein Problem, das öffentlich zu sagen, dann hat sie die Verantwortung und kann die Verantwortung auch übernehmen. So hätten wir eine Lösung machen können. Ich sehe aber, es gibt die andere Lösung, dass wir das einfach in der nächsten Woche machen. Ich schlage vor, dass, wenn Birgit darauf besteht, es im öffentlichen Teil zu machen, es aber trotzdem so durchzuführen, dass wir vorher die Daten erhalten, bevor wir darüber sprechen. Das wäre sowieso laut unserer mal vereinbarten Regelung richtig. Das heißt, wir kriegen die Daten vorher. Und wer es dann veröffentlicht, ist dafür aber auch verantwortlich und nicht der Vorstand. Und der Vorstand weist darauf hin, dass es nicht zu veröffentlichen ist. Dann hätten wir das Problem, ohne dass ich eine Bewertung jetzt diesbezüglich mache, gelöst. Ich möchte wegen der jetzigen Diskussion, die doch stattfand, noch hinzufügen, dass wir nicht nur einen Beschluss hatten, sondern mindestens fünf. Und die Vorstände, die nach mir waren, haben sicherlich auch noch Beschlüsse gefasst, was die einzelnen Sitzungen oder sowas betrifft. Wir hatten drei, mindestens drei durch die Fraktion befasst. Einmal hatten wir den ursprünglichen Auftrag, dann haben wir gemeinsam beschlossen, eine GfK durchzuführen und die dann auch extern begleiten zu lassen. Und dann haben wir nochmal die Nachbereitung beschlossen. Das heißt, es gibt zumindest drei verschiedene Fraktionsbeschlüsse, die man sich an der Stelle angucken muss. Mir sind mindestens noch zwei Vorstandsbeschlüsse bekannt für zusätzliche Dinge, die am Anfang nicht, also zusätzliche Präsentationen zum Beispiel, die am Anfang nicht sozusagen mitbeschlossen waren. Insofern reicht es nicht, jetzt irgendwie einen Beschluss zu suchen. Ich habe auch das, was vom nicht öffentlichen Teil war, mal damals unserem Geschäftsführer sogar zweimal, weil er es irgendwie, keine Ahnung, auch nicht archiviert hat, zweimal zugeschickt, die nicht öffentlichen Teile. Ihr habt die auch von mir damals per E-Mail bekommen, das heißt, ihr könnt das theoretisch nachrecherchieren. Gut, das nur so als Anmerkung für die Recherche noch hinterher. Lukas war jetzt, glaube ich. Danke, Olli, Lukas und dann Frank. Ja, glaube ich, bereits vor 20 Minuten gesagt, dass wir diese Zahlen heute nicht bekommen, weil der Vorstand sie nicht nennen kann und wir dafür Verständnis haben müssen. Wir haben eigentlich seitdem uns diskussionstechnisch nicht wirklich weiterentwickelt und haben 20 Minuten im Kreis diskutiert.
die wohl etwas ich intensiver. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit. Ich nehme von einigen hier eine Erwartungshaltung an, wiederum Menschen in der Fraktion, die Verantwortung übernommen haben, war, die finde ich fast schon unrealistisch, die finde ich dreist und die finde ich total mega abgehoben. Hier soll jemand oder sogar eine Gruppe von Menschen vorgeführt werden. Ich habe hier Begriffe gehört, wie der Vorstand arbeitet, scheiße und andere Sachen. Andere sind hier stampfend wieder rausgerannt, nachdem sie noch irgendwie andere Kritikpunkte da mit versucht haben einzustreuen. Ich verstehe das nicht und ich habe da langsam auch kein Verständnis für und ich werde halt auch weiterhin diese Art von Vorführung und von Durchsetzen des eigenen Willen auf Biegen und Brechen, das werde ich weiterhin angehen und das werde ich aktiv, ich werde dagegen arbeiten und das geht so nicht weiter. Wir werden uns hier dermaßen blockieren, wenn wir so weitermachen, dass wir zu nichts mehr kommen. Und ich habe dafür einfach kein Verständnis. Das ist nur so ein Statement von mir dazu. Danke, Lukas. Frank? Ja, ich würde auch gerne abschließen und denke, es ist schade, dass das hier so eskaliert, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass es hier keinen Skandal gibt, auch wenn jetzt vielleicht einige im Stream hoffen auf nächste Woche, ja, jetzt kommen hier die ganzen heimlichen Sachen raus oder so. Ich glaube, das ist alles völliger Quatsch. Du hast gerade, Oliver, einen wichtigen Punkt deutlich gemacht, das wollte ich nämlich ursprünglich auch. Es gibt das Einsichtsrecht des Miteigentümers, also sprich hier auch des Fraktionsmitgliedes in die Bücher. Und es gibt den Punkt der öffentlichen Präsentation in der Sitzung. Das sind zwei grundverschiedene Dinge. Und ich möchte gerne noch mal was zu den Einsichtsrechten sagen, damit das auch verstanden wird. Entschuldigung, ich bin jetzt hier nicht der Lehrmeister, will mich nicht dazu aufspielen, aber ich habe aufgrund von Firmengeschichten dazu schon diverses mitgemacht. Die Miteigentümer haben halt Rechte, so steht es auch bei uns in der Satzung. Vielleicht, also wenn, das würde dich jetzt auch betreffen, nur zur Erläuterung, was das Einsichtsrecht angeht. Also die Miteigentümer haben halt das Recht, in die Bücher zu gucken. Das ist bei auch selbst bei Aktionären, die haben Rechte. Sie haben aber das Recht, was sie sich nehmen können, und dann können sie selber die Einsicht nehmen. Es gibt keine, daraus lassen sich nicht Rechte ableiten, bestimmte Aufbereitungen zu beantragen oder bestimmte Formen der Übermittlung zu beantragen. Das sind alles völlig andere Dinge. Sich halt Zeiträume oder sonst was bereitstellen lassen vom Büro des Vorstands oder von der Buchhaltung, das sind alles Dinge, diese Rechte existieren nicht. Wenn man halt ein Recht wahrnimmt, sein Recht wahrnimmt, die Bücher einzusehen, dann muss man die Kenntnis, das zu lesen zu können, was einem gezeigt wird, das muss man sich selber beibringen. Man kann beantragen oder man kann jemand extern mitnehmen, der einem das vielleicht erläutert. Aber da ist halt die Grenze dieses Rechtes. Was völlig anderes ist, das eine Präsentation zu bekommen, wie halt bestimmte Ausgabenverläufe passiert sind hier von der Fraktion. Das ist was völlig anderes. Dazu brauchst du einen Antrag, eine Abstimmung oder sonst was. Das Einsichtsrecht muss man selber aktiv werden und sich die Zahlen selber erarbeiten. Soweit dazu. Danke, Frank. Daniel, möchtest du das Wort? Nö. Du wartest bis irgendwas passiert. Ja gut. Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch, da es keine weiteren Wortmeldungen gibt und kommen zu dem, was passiert. Tagesordnungspunkt 8, noch einmal ein eingangs gestellter Antrag, das unter Hinweis auf den bisherigen Diskussionsverlauf und die darin gemachten Vorschläge, die alle protokolliert sind. Wir als Vorstand sagen jawohl, wir gucken, dass wir das gemäß den Vorschlägen, die ja hier offenbar
einmütig angenommen worden sind, agieren. Und Birgit, nochmal auch von bitte meiner Seite, es ist sicherlich nicht die Absicht des Vorstands gewesen, dich in irgendeiner Form mit dieser Anfrage auflaufen zu lassen. Überhaupt nicht. Ja, es gibt sicherlich auch vor dem Hintergrund personellen Engpasses im Hinblick darauf, dass die Geschäftsführung nicht entsprechend agieren konnte in den letzten Wochen, dass vielleicht da auch zu Verzögerungen gekommen ist. Wir gucken, dass wir diesen misslichen Umstand in den nächsten Tagen beheben und dann entsprechend deine Anfrage auch mit der erforderlichen Korrektheit und Akzeptanz bearbeitet werden kann. Und ich hoffe, dass wir dann dementsprechend den Tagesordnungspunkt, wenn dann jetzt nicht starker Widerstand kommt, verlassen können. Ja? Dankeschön, Birgit. Gut. Dann hätten wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, den Bereich der Daniel noch. Sorry, mir ist nur gerade noch was aufgefallen, nichts mit dem vorherigen Top zu tun. Vom Daniel kam ja auf der Mailingliste die Anrege bezüglich einer Schweigeminute fürs Plenum. Wollen wir das noch irgendwie besprechen oder machen wir das oder ist das irgendwie... Da, also aus meiner Sicht müssen wir da nichts großartig diskutieren, sondern können Grumpy einfach den Vorschlag quasi mit an die Hand geben, das in der PGF-Runde mit den anderen zu vereinbaren. Eine Schweigeminute wegen der German Wings-Katastrophe? Bitte? Oder wegen der German Wings-Geschichte? Oder nee, eher so wegen der vielen wegen der Flüchtlinge. Ja, ich meine, ich sehe da jetzt nichts auf der Tagesordnung, aber... Aber gerne auch für beides. Also daran. Ja, nee, ich, bitte, nicht bitte, um Gottes Willen. Ja, müssen wir da jetzt was beschließen? Ja, müssten wir, sollten wir? Wortmeldung, okay, Moni, bitte. Moni, Lukas. Ja, wir haben das ja schon mal ähnlich gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das gemacht haben, als es eine Schweigeminute und ein paar Worte von Frau Gödecke gab zu dem Gruppenunglück damals. Ihr könnt euch erinnern, in der Türkei, da ist es übers Präsidium gelaufen. Also ich will jetzt nur eben gucken, wo ist der Richt, wo... Ich nehme das gerne mit in die nächste Präsidium. Das ist eine gute Idee, Daniel. Ja, ne, aber... also ich will eigentlich nicht diskutieren, dass wir das machen, also, ne, weil von der Verhältnismäßigkeit fände ich das schon wichtig, wenn da was passiert. Wäre das möglicherweise eine Angelegenheit für den Ältestenrat? Nicht ja, für die PG, sondern für den Ältestenrat? Ich glaube, Moni ist eigentlich auf dem richtigen Dampfer. Angebracht wäre es an sich im Präsidium. Da haben wir jetzt aber halt keinen direkten Draht zu. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es die PGF-Runde und natürlich gegebenenfalls dann morgen der Ältestenrat, je nach Verlauf. Aber der Fairness halber sollte das, glaube ich, schon innerhalb der PGF-Runde auf jeden Fall andiskutiert werden, zumindest. Okay, wollt ihr euch da, unsere Vertreter in PG-Runde und Ältestenrat, Grumpy und Joachim, sich da kurz schließen und ich glaube, das müssen wir nicht besonders abstimmen. Aber der Lukas, währenddessen hat der Lukas das Wort. Er hat schon den Hut auf. Ich persönlich bin in der Lage dazu, 60 Sekunden lang meinen Mund zu halten, wenn die Mehrheit es so will. Dennoch halte ich das Ganze für ziemlich wirkungslos, symbolisch überladen und absolut nutzlos. Das stimme ich auch der Birgit in ihrer E-Mail in der Diskussion auch voll und ganz zu. Wenn wir ein Zeichen setzen sollen, dann tun wir das nicht, indem wir 60 Sekunden lang den Schnabel halten, sondern indem wir uns bewegen und tatsächlich was tun. Und insofern bin ich kein Freund von diesen Schweigeminuten, war ich auch noch nie. Danke, Lukas, für deine Worte. Michelle. Vielleicht, und dann hätte es tatsächlich eine gewisse Begründung, einen gewissen Zusammenhang, kriegt man ja die Schweigeminute hin im Zusammenhang mit dem Antrag, den wir ja dazu stellen wollen. Dann hätte es doch nicht nur den symbolischen Wert dieses eine Minute Schweigens, sondern danach auch noch die Besprechung wie könnte man es besser machen. Daniel. Ich habe kurz in meine Glaskugel geguckt. Ja, man kann es doch versuchen. Ich befürchte, diese Aufmerksamkeit werden die unserem Antrag nicht unbedingt geben wollen. Aber das ist nur jetzt ein vager Blick in meine glasklare Glaskugel. Ganz kurz zu Lukas. Ich sehe das genau, wie du das gerade gesagt hast. Also man ändert ja durch eine Schweigeminute halt tatsächlich überhaupt gar nichts. Dadurch passiert nichts. Dadurch stirbt auch nicht ein Flüchtling mehr oder wer auch immer gerade stirbt, für den man eine Schweigeminute macht. Weniger. Ja.
Der Ansatz ist weniger sterben. Jetzt verstehe ich. Trotz alledem sind das halt eben in der Gesellschaft anerkannte Zeichen, die man halt setzen kann. Zeichen des Respekts, der Wahrnehmung solcher Tragödien. Ich fand das auch beeindruckend, dass wir das am Sonntag direkt auch auf dem Parteitag gemacht haben, ne, dass das Paket das da auch direkt zum Anlass genommen hat. Und ich fände es einfach wirklich angebracht und angemessen, wenn wir das auch hier halt eben im Landtag machen würden. Also das hat auch an der Stelle eben nichts mit Politik zu tun. Also ich möchte das auch gar nicht unbedingt da jetzt hier Landtag mit unserem Antrag, oder also kein Piraten-Benefit irgendwie bewirken. Dass wir in Sachen Flüchtlingspolitik sowieso schon hunderte von Kilometern weiter sind als die anderen vier Fraktionen, das wissen wir ja alle. Aber trotz alledem gemeinsames Zeichen, da ist eine Tragödie passiert und wir sollten daran Anteil nehmen. Können wir also sagen, wir geben unserem PG und unserem Fraktionsvorsitzenden für die PG-Runde und den Ältestenrat mit, man möge doch bitte, dass ihr beiden anregt, eventuell mit Blick auf diese Tragödie eine Schweigeminute, darüber nachdenken, eine Schweigeminute einzulegen. Mit vielleicht ein paar warmen Worten der Präsidentin bei wahrscheinlich Eröffnung der Plenarsession. Wäre das Konsens? Wäre das Konsens? Ich sehe keinen Widerspruch. Olli hat gleich wohl noch das Wort. Bitte schön. Den Konsens will ich auch gar nicht kaputt machen. Ich glaube, die Debatte sollte man auch, wenn sie gerade da ist, durchaus führen. Ich finde es nicht vermessen, eine Schweigeminute zu machen, beziehungsweise glaube auch nicht, dass sich dadurch nichts, beziehungsweise ich folge der Argumentation nicht, dass sich da nichts ändert. Wenn wir nach dieser Argumentation geht, können wir eine ganze Menge einfach sein lassen. Dann brauchen wir auch nicht demonstrieren gehen, außer vielleicht, wenn wir mindestens 5.000 Leute an Land ziehen, müssen wir keine Mahnwachen machen. Machen wir aber trotzdem, weil auch aus politischer Sicht, nicht nur aus aktionistischer Sicht, aus politischer Sicht, weil es eine Symbolwirkung hat und tatsächlich in diesem Fall auch eine Wirkung hat. Natürlich ändert sich dadurch nichts. Kompliziert und schwierig wird es immer, wenn Leute, die etwas ändern können, sich auf diese Symbolwirkung beschränken. Das heißt, wenn jemand eine Schweigeminute macht, obwohl er Geld zur Verfügung stellen kann, um ein Schiff einzusetzen, dann ist es ein Problem. Nicht die Schweigeminute selbst, sondern das Nichthandeln ist ein Problem. Es darf also kein Alibi sein. Insofern, und deshalb sage ich, deshalb rede ich jetzt, insofern, wenn wir diese Schweigeminute erstens wollen, Grumpy unterstützen wollen, dass sie stattfindet, erstens, zweitens auch unterstützen wollen, zu sagen, wollen wir nicht eine machen, dann müssen wir es nicht mit unserem Antrag verbinden, sondern dann sollte man es vielleicht mit einer, ich nenne es jetzt Aktion, verbinden, die darauf hinweist, was man denn tun kann an der Stelle. Mir persönlich fällt bis auf, dass man über sehr viele Ebenen politisch tätig ist, nur die Sache an Sea-Watch zu spenden und auch darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Aber vielleicht gibt es ja was man im Zuge dessen dann während der Plenarsitzung neben unserem Schwerpunkt Vorratsdatenspeicherung auch mal vielleicht medial nochmal nach oben heben kann oder vielleicht auch vor der Plenarsitzung, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt mit der Plenarsitzung verbunden, sondern das kann man vielleicht ja auch diese Woche noch machen, dass wir einfach nicht nur sagen, wofür wir sind und was die Landesregierung tun soll und dort parlamentarisch tätig werden, sondern auch, was man generell tun kann, wenn man nicht gerade Regierung ist. Danke, Olli, für deine Ausführungen, den Tagesordnungspunkt, den wir jetzt nachträglich eingeschoben haben auf Daniels Anregung, weil er schon, wenn wir damit verlassen, der Auftrag quasi an Grumpy und Joachim ist klar, Konsens darüber besteht, dann können wir jetzt an dieser Stelle, den sofern nicht noch irgendwas ist, unter Sonstiges, Danebot. Ich habe was Sonstiges, das ist gestern, geht ganz schnell, gestern aufgepoppt und heute hat sich das geklärt. Es geht darum, dass es einen neuen Beirat gibt Beirat
der Landesagrarverwaltung beim Direktor der Landwirtschaftskammer. Da habe ich vorgeschlagen, dass wir da Simone hinschicken. Hat da jemand was dagegen? Simone vielleicht, oder? Nein, mit Simone ist das abgesprochen. Okay. Okay. Also wenn keiner was dagegen hat, dann melde ich das so weiter. Daniel, ist das eine Wortmeldung? Nein. Lukas beantragt eine geweine. Nein, natürlich nicht. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Danke dafür, dass das widerspruchslos hingenommen wird. Damit schließen wir. Vielen Dank für die aktive wie passive Aufmerksamkeit und Mitwirkung an dieser Fraktionssitzung, soweit sie den öffentlichen Teil betraf. Diese Fraktionssitzung im öffentlichen Teil wird damit jetzt hiermit geschlossen und sie wird weitergeführt im nicht öffentlichen Teil, der jetzt sofort anschließt. Dankeschön.